als Leute, als Forscher und Bilder. Und das war uns ganz wichtig, hier vor allem viel, viel Input von Ihnen zu sagen. Es geht mir nicht darum, uns als großartige Partei darzustellen, die natürlich die Volksgruppen hier wegzuformen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen sehr Input dazu haben. Wir haben hier verschiedene Experten von der Piratenpartei da. Ich erlaube mir heute, ein Stückchen weit als Moderator zu arbeiten. Ich hatte gestern schon beim Thema-Tisch sehr viel als Referent zu tun. Und freue mich vor allem, dass wir heute Daniel Neumann gewinnen konnten, der jeder gehört, der auch mit PA 149, das ist dieser Entwurf zur Urheberrechtsreform. Ich bitte zu entschuldigen, dass alles hier relativ improvisiert wird. Hat viel damit zu tun, wir sind momentan eine Partei, in der Wahrnehmung bei 10% ist, aber leider bei der Finanzierung immer noch bei 1%. Das heißt, jeder wird sich bestimmt so an seinen Anfangszeiten seines Verbandes oder Verlages, was auch immer, erinnert fühlen. Und ich hoffe, dass der positive Spirit dieser Zeit natürlich auch dabei ist. Gischt das so. Um jetzt zu beginnen, würde ich vorschlagen, dass jemand, der reinhört, einen Uhrzeigersinn vorstellt. Ich bin als Fotograf, der Aufklärer von Urheberrechts von der Finanzkammer aus Deutschland, selber seit 25 Jahren Musikschaffender. Ich lebe seit 25 Jahren als Urheber von Musik, habe auch eine Plattenfirma und kenne daher alle Seiten dieser Branche. Mein Name ist Max Kastier. Ich promoviere zum Thema Musik, Literatur, Wortliteratur, genau.
auch nur das, was wir mit Studien beschäftigen, mit Medien beschäftigen, unter anderem. Mein Name ist Guido Karp, ich bin seit 30 Jahren Musikfotografen, kleine Künstler wie Rammstein, Rolling Stones, Tina Turner und andere auf ihren Tourneen. Gehöre wahrscheinlich zu den meisten Klautesten hier am Tisch. Also ich bin schon hier, wo ich 21.000 gewählt habe, weil ich wieder ein paar zu einzelnen Bildern habe. Und von daher ist es natürlich ein spannendes Thema. Ja, Gunther, ich bin seit langem auf der einen Seite in der Verlagsbranche tätig, zum Teil für Fernsehhäuser, auch seit langem für Überschuler Media. Ich habe auch in diversen VDZ-Gremien schon gesessen. Auf der anderen Seite habe ich relativ viele Artikel auch für die Bücher schon geschrieben. Meistens würde ich das nicht entlohnt, würde ich gleich vorweg schicken. Und habe vor 3 Jahren mit Sabrina David, das Slow-Media-Manifest geschrieben, wo wir eigentlich schon einige der zentralen Fragen stellen, also inwieweit Medientransformation eigentlich die Chance gibt, Dinge aufzugeben, die wir, sagen wir mal, mit so einer Kultur als Ware mit uns rumschleppen seit 200 Jahren. Sonntagmorgen im Februar, weil ich hier im AKKD lang ein Büro hatte.
Und ich bin heute hier als Vertreter von einem Verband, der angefangen hat, damals vor 4 Jahren mit dem Bestreben, den Betrieb zu professionalisieren zwischen Freien und den Verlagen, und haben gerade in den letzten Monaten mit der Dynamik der Diskussionsindustrie über Recht uns natürlich vor allem damit beschäftigt, in welcher Weise freie Journalisten und Autoren, nicht nur freie Journalisten, sondern auch Buchautoren, und das sind viele von uns, das heißt, wir sind nicht nur Autoren, die für Magazine und Zeitungen arbeiten, sondern selber auch welche, die für Verlage, also ganze Buchverlage arbeiten und so weiter. In welcher Weise wir also von den Psychologen sind, wir merken, dass wir vor allem an 2 Fronten zu kämpfen haben, nämlich zum einen im Bindverhältnis zu den Verlagen, zu den Verwertern, und damit ist für uns im Zentrum unserer Überlegungen das Urheber-Vertragsrecht, was für uns eine ganz große Bedeutung hat, weil wir da merken, dass wir wegen struktureller Ungleichgewichte immer große Probleme haben, unsere Interessen gegenüber den Verwertern durchzusetzen. Und die zweite Front, wenn man so will, wobei wir nicht militant sind, sondern einen sehr konstruktiven Dialog bemühen, ist, dass wir davon überzeugt sind, gegenüber so dankbar um die hier, dass es halt momentan vor allem der Aufklärung und Diskussion bedarf, bei der man erstmal klar macht, welche Teile es überhaupt gibt. Nämlich nicht die Nutzer und die Urheber, sondern die Nutzer, die Verwerter und Urheber, und dass es wirklich notwendig ist, dass alle einen Haarschritt aufeinander zu machen. Die erste Runde würde ich jetzt gerne mal öffnen im Sinne von, was sind eigentlich die wirklichen Probleme von Autoren mit der Digitalisierung unserer Welt, wenn wir uns momentan Probleme des Urheberrechts, so wie sie in Medien dargestellt werden, anschauen. Glaubt man ja eigentlich, es gibt nur Probleme im Filmbereich, im Musikbereich, weil traditionell natürlich diese Branche immer besonders laut klappern kann. Die Frage ist natürlich für uns, die haben wir uns schon vielen Gremien gestellt, aber wollen wir jetzt mit Ihnen diskutieren, inwieweit für Autoren neue Möglichkeiten für die Digitalisierung vorhanden sind, inwieweit die auch genutzt werden und wo wirklich die großen Ängste und Sorgen sind, auch bezogen dem, was neues Urheberrecht bedeutet. Ich würde mich freuen, wenn die Wortmeldung, einfach damit wir hier immer der Reihe nach gut zurechtkommen, einfach nur ihre Schildchen aufstellen. Oh, das ist ein... Danke. Das war noch ein Name drauf, aber... Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Und zwar ist lustigerweise mein Hauptproblem seit der Digitalisierung ganz anderes geworden. Und zwar nämlich, dass ich meine Berichte möglichst, oder die Sachen, in denen über mich geschrieben wird, möglichst hoch bei Google in den Rang. Das heißt also, ich kann gleich mal sagen, okay, eigentlich haben wir überhaupt kein Thema, nur Urheberrecht, wir haben eigentlich eher eins in der Netzneutralität oder Diskriminierungsfreiheit, was die Plattformen betrifft. Also, vergaß mir der Vorstellung, ich mache das aus einem Basisanschied heraus, dass ich bestimmt als Autor praktisch in die Verlagswelt angekommen aus dem Grund, die Arbeit von den Kleinverlagen, bei denen er am Anfang war, nicht gefallen hat. Und bei uns ist es so, wir haben viele Jungautoren, viele Erstautoren. Und mir fällt auf, dass es sehr viel mit Nichtwissen zu tun hat. Das hat mit einer Barriere zwischen den neuen Medien und im Endeffekt ist für die Autoren, die Erstveröffentlicher sind dass eigentlich das Internet eigentlich eine Chance für sie ist, das Urheberrecht eigentlich für sie interessant. Komischerweise wird aber auch von der Seite am meisten der Lärm festgestellt. Also wir müssen uns mittlerweile als Verlag von der Seite anreden lassen, weil bei uns ein Piratenstaat am Tag einfach mal da ist, der Kneipe geht. Da hat sich eine Diskussion entsponnen, die einfach bei nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Würde ich sagen, und der kleinen Art haben kein Problem, eigentlich nur den Werbung, weil es für viele freie Inhalte im Internet gibt, kauft immer wieder Leute, die haben nicht mehr Fragen. Ja, vielen Dank. Ich sagte, für Autoren, die ihre erste Veröffentlichung machen,
die eine Nische bedient, die, wenn man jetzt mal ehrlich ist, bei 1000 oder bei 3000 Sekten aufmacht, ist die Diskussion für sie nicht relevant. Die haben ganz andere Probleme. Die haben Überlebensprobleme, die sind froh, wenn sie für ihre Lesung, dass sie überhaupt Lesung bekommen, dass sie überhaupt für ihre Arbeit in irgendeiner Weise Geld sind und nicht draufziehen. Da geht es um die Hate Play wieder rein. Und dass es das Urheberrecht berührt oder dass es mit dieser Situation zusammenhängt, dass wir auf einer Rechtsgrundlage arbeiten können, in einem Zeitpunkt, dass keiner das auch macht. Wir haben, wie gesagt, ganz andere Probleme, für die es in der Diskussion noch gar nicht gibt. Verlage,
dass Sebastian Lebers halt im nächsten. Wir können uns das gar nicht erlauben oder es gibt andere Gründe, die da angeführt werden. Deswegen ist das allem zugrunde des Problems bei Journalisten gerade ein Instrumentarium zu schaffen, das dieses strukturelle Ungleichgewicht einigermaßen abstellt, wobei es natürlich auch klar ist, dass wir die Gesetze des Marktes nicht komplett wert ausgeben. Aber wenn zum Beispiel Buyout-Verträge in der Form nicht mehr möglich sind, wie sie heute gängige Praxis sind, und es gibt keinen Verlag, der da außen vor bliebe, die Verlage übertreffen sich im Moment darin, noch stärkere Bedingungen auszugeben, die dann von Menschen finanziert werden, dann wird beteuert, das habe ich auch schon persönlich oft erlebt in Verhandlungen mit Verlagen, da wird dann beteuert, dass man noch an einem Ausgleich mit den Autoren interessiert sei. Und sobald man dann an die wirklich substanziellen Punkte kommt in den AGB, guckt dann die andere Seite ganz drauf und sagt, ja, da können wir nicht dran, wir müssen ja verstehen, das Internet verändert alles. Und was wir erleben, und dann schließe ich vor allem, dass die Digitalisierung gerade angeführt wird von den Verlagen als Argument dafür, warum es auch gar keinen Fall geht, weil wir wissen doch, Geschäftsmodelle verändern sich, keiner weiß, wohin die Reise geht, wir müssen doch verstehen, da können wir ihnen nicht entgegen. Und das Ungleichgewicht ist nicht auf einmal. Aber das, was wir jetzt diskutieren, das betrifft ja nicht nur die Autoren, das betrifft ja alle Bereiche. Da kann ich ja zum Obsthändler gehen, der dann tolle Bananen jetzt nicht mehr verkauft kriegt, weil Globus und so günstig verkauft, dass man sie nicht mehr im Markt kriegt. Mittlerweile gibt es Hochzeitsfotografen, die für den Gutschein anbieten, weil irgendjemand für 30 Euro eine Hochzeit fotografiert, dann gehen sie für 30 Euro, geben sie 15 Euro noch an Coupon ab, dass man für 15 Euro nicht 4 Stunden lang fotografieren kann und den Leuten die Bilder auch beachten kann. Also diese Diskussion werden wir nicht mehr wegkommen. Es wird immer wieder die Situation geben, dass Leute entweder es extrem billig oder umsonst machen und immer wieder Leute, die so gut im Markt sind, dass sie trotz ihres hohen Preises gebucht werden. Also das ist, wenn wir diese Diskussion jetzt hier einsteigen, dann wird es zu einer Diskussion kommen, das Geschäftsmodell für den Berufsanfänger, wie kriege ich mich nicht im Markt und werde trotz allem Messen dafür bezahlen. Solange es Leute gibt, die umsonst arbeiten, wird es immer schwer sein, Mindestansprüche durchzusetzen. Also das ist, sage ich mal, da brauchen wir nicht über Urheberrecht diskutieren, da können wir in jeden Laden gehen, wo wir hinwollen. Der Preisverfall ist eigentlich allgegenwärtig. Ganz kurz, Alman sagte ich ja, wir werden die Gesetze des Marktes nicht ausnehmen können. Nur was ich gerade wahrnehme, ist, dass ganz viele freie Autoren, von denen ich überzeugt bin, dass die wichtig sind für Meinungsvielfalt, Qualität, Pluralismus und so weiter, dass sie gerade sehr intensiv darüber nachdenken, den Beruf komplett zu verlassen, was tatsächlich zu einem großen Problem führt. Klar, wir können die Gesetze des Marktes nicht ausnehmen. Aber die kann der Emma nicht ganz großartig von sind auch alle deswegen bestimmt. So, ich würde jetzt gerne, der Reinhard Julia hat, glaube ich, vorhin schon aufgestellt und ist umgefallen. Dann Schildchen ist mit Julia, dann Herr Stimm, dann Frau Schulz, dann Julia, Herr Stimm, Anke, Frau Schulz und dann Professor Dr. Dann den Thomas. Ja, genau. Also möchte ich an der Stelle mal als Urheberin einbringen, beziehungsweise als Piratin und auch aus einer relativ privilegierten Position heraus. Also ich habe einen sehr angenehmen und sehr guten Vertrag und habe momentan, also mich betrifft das nicht, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, wie es ist, ich ist mein Debüt und so weiter. Aber für mich ist im Moment, also die Buyout-Verträge, die habe ich natürlich bei Zeitungen, da habe ich bisher halt noch nicht, da bin ich auch noch nicht erfahren genug, da habe ich bisher noch keine Werke drüber gemacht. Genau, aber also bei den Zeitungen, also kommen auch mal wieder. Ja, ich weiß. Genau, also das heißt, und bei den Büchern sind 10 und bei den Artikeln ist es dann oftmals so, ich schreibe das halt einfach und mache dann mir nachher nicht so viel Gedanken. Also ich bin bisher noch nicht herausgefordert worden, in der Situation da irgendwie mich rechtlich nochmal zu beantworten. Aber was für mich wesentlich ist, weil ich auch gerade, ich bin gerade in der Lektoratsphase, ist die ganze Debatte um die Schöpfungshöhe, ist die ganze Debatte um Kopie und um Remix. Wenn ich schreibe, habe ich oftmals Panik, dass ich das, was ich schreibe, also ich bin jemand, der auch schon in der Schule, ich habe nie abgeschrieben, ich habe die Sachen genommen, und und ich habe wirklich Momente, wo ich davor sitze und denke, ist das jetzt original, ist das jetzt meins, ist das nicht schon, erreicht das die Schöpfungshöhe?
Oder muss ich da in einem Jahr mit rechnen, dass mir jemand kommt und sagt, naja, dieser Satz stand da und da in ungefähr während der Art schon mal hier in dem und dem Zusammenhang. Das ist für mich gerade jetzt mal in der Produktionsphase ein ganz konkretes Problem, dass ich Worte, dass ich nicht, also eine gewisse Unsicherheit, ab wann ist die Schöpfungshöhe erreicht? Das ist, ich weiß, das ist vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbar, aber aufgrund der Debatte in den letzten Wochen, und ich weiß auch nicht, wenn ich die Worte einfach, einzelne Worte nehme, wenn ich Worte irgendwie lese, was davon ist, fällt darunter, was ist. Finde ich, ist für mich ein Problem, wenn ich beim Schreiben, beim aktiven Prozess, und ich merke halt auch, dass das Produzieren und das Urheben im Prinzip ja ein Blockiervorgang die ganze Zeit ist. Und ich mich persönlich, deswegen tue ich mich auch persönlich schwer mit dem Begriff geistiges Eigentum. Das ist für mich ein Begriff, den ich schwer verarbeitet bekomme oder den ich schwer identifizieren kann, weil ich eben weiß, oder weil ich merke, wie sehr ich einfach alles zusammensetze, was ich in meinem Leben so lese und mitbekomme. Und das ist für mich momentan eine Unsicherheit, dass ich nicht weiß, ab wann, oder dass ich nicht genau weiß, was ist die Original, was ist oder was, werden andere. Ich bin selber und besser natürlich das, was ich schreibe, als das, was ich schreibe, ich weiß, dass ich es nicht copy-paste. Das ist natürlich klar. Aber die Unsicherheit, wie die anderen es wahrnehmen, die ist auf jeden Fall auch. Einige sind, glaube ich, anzumerken, ich bin wieder kurz zu fassen. Erstmal terminologisch. Wird geredet von Verlagen, von Urhebern, von allem möglichen, aber nur sehr Konkretes gemeint. Ganz blind, darum bitten, dann auch konkret zu werden. Und wenn es um Existenzschreiben geht, ist es nicht anders, als wenn es um Buchschreiben geht. Wenn ich höre, es gibt kein Modell, kein funktionierendes der Publikation. Klar gibt es das in Verlagen, in der Vorbereitung, weil bin ich jetzt von. Der Verleger ist der Vorleger, der das Geld vorliegt, weil das allererste. Wenn das das Einzige wäre, dann wäre er irgendwo mal obsolet, der tut auch mal ganz andere interessante Dinge. Unter anderem würde er irgendwelche Probleme haben. Wenn Sie nicht vernünftig Verlag sind, der Lektorin haben, die vom Verlag bezahlt wird, oder ein Lektor, meistens schon Lektorinnen, aber es gibt auch Lektoren. Und da wird das in der Diskussion schon sehr klar werden, ob das jetzt originell ist, ob das gar urheberrechtlich beanstandet ist. Auch da gibt es ganz klar, was ist von Zitatrecht beginnt, was ist diese Remix-Variante. Und erst dann, wenn es in Grenzbereiche vorstößt, wird es dann irgendwann mal bei veröffentlichten Büchern zu Problemen für solche Urteile, wie es erst mal Geschichte mit Persönlichkeitsrechte angeht und entsprechende andere Urteile. Das sollte man im Vorfeld vermeiden. Aber hier bei dieser Diskussion sind Autoren austauschbar. Das stellt sich dann auch wieder vielleicht im Zeitschriftenbereich anders dar. Ich glaube, das war nicht, dass man dort als Austausch angelegt wird, als im Buchbereich, wo man überhaupt nicht austauschbar gehen kann und versucht, möglichst mit dem Material, was vorhanden ist, erstmal Buchstaben, dann Wörter, möglichst original umzugehen und denen einen eigenen Wert zu verleihen, dadurch, dass man es auf die eigene und unverwechselbare Art und Weise kombiniert. Und dazu gehört eine Persönlichkeit, dazu gehört die Persönlichkeit des Autors. Die versucht man zu finden, die versucht man zu präsentieren, die versucht man den Leuten, die da Interesse haben, auch zu präsentieren. Das ist ein Teil der Verlagsarbeit zum Beispiel. Und die Frage, was ist austauschbar, stellt sich auch auf unterschiedlichen Marktebenen sehr unterschiedlich. Also es gibt die Leute, die gucken, austauschbar ist. Same, same, but different. Ja, also wenn man ins Genre sich begibt, dann möchten die Leute entweder die Liebesschnulze möglichst genauso wie sie erwarten, bloß ein bisschen anders. Wenn sie in die höhere Literatur begeben, dann wollen sie sehr viel mehr an Originalität. Auf jeden dieser Ebenen ist eine gewisse Form von Professionalität. Ich will aber nur ein ganz grundsätzliches Verhalten von Verlagen sagen. Ich könnte sie alle langweilen, ihnen jetzt einen Tag lang erzählen, was ein Verlag alles zu tun hat. Es gibt ein paar Dinge, die aber vielleicht für sich selber sprechen. Also im Bereich der Buchverlage selbst, bei den also bei denen, die Konzernverlage sind, gibt es keine große Gewinnmarge, jede Menge an Umfang. Man kennt das auch in anderen Bereichen der Industrie, also wenn Sie, weiß ich, Autoindustrie oder so, irgendwelche Idioten, die meinen, sie müssen unbedingt ein Jahr investieren, um Sportwagen zu investieren, zu verkaufen, und kriegen sie kein Geld kriegen. Also auch da ist nicht alles wirtschaftlich geleitet, ist aber eigentlich eher selten in der Industriebranche. In der Buchbranche ist es gang und gäbe, dass die Leute sich eigene Aufträge stellen.
Also sozusagen öffentlich-rechtlich aufgelegt, ohne öffentlich-rechtlich finanziert zu werden. Das hat finanzielle Konsequenzen. Man will bestimmte Bücher machen, man will bestimmte Inhalte verbreiten. Das gilt für alle guten Verlage. Und es führt üblicherweise dazu, dass sie selbst in ihrer Mischkalkulation, man macht ein paar populärere Sachen und man macht den Kern dessen, was man machen will, am Ende finanzielle Probleme hat. Also die Verlage, die selbst Buchverlage, wo sich jemand über längere Zeit eine goldene Nase verdient, werden sie nicht finden. Heißt auf gut Deutsch, und ich bin auch so ganz allgemein postuliert, Ungleichgewicht zwischen den armen Urheber und die reichen Mafiosen und Verwerter, kann man im Buchverlag ganz deutlich nachweisen, das ist nicht so. Das ist einfach so. Und die zweite Sache ist, wenn Sie sich die Arbeitsbedingungen im Buchverlag angucken, sind sie sehr vergleichbar mit denen der armen freien Urheber. Wir haben keine Lektorfindung, der einen 38,5-Stunden-Job macht. Die Arbeit, wenn Sie die Arbeit nicht machen, den Großteil der Arbeit abends zu Hause. Warum? Weil ich habe am Anfang schon gesagt, dass es eine irrationale Branche ist. Da gibt es eine Menge an Überzeugungstätern. Und das muss man auch tun, weil die Belohnungen, die man bekommt, die sind sehr, sehr überschaubar. Ja? Hat sich jeder selber ausgesucht, kein Grund, das irgendwo zu beklagen. Aber man muss, glaube ich, doch in diesen schlichten Bildern etwas runterkommen. Es gibt da irgendwo tolle Verwerter, die das alles rational planen und die sich auf einem Markt positionieren, wo sie möglichst absahen wollen, aus den Schinkeln das Blut ihrer Autoren trinken. Und so. Also, ja. Das ist in der Tat im Buchbereich, fast muss ich jetzt sagen, leider, aber es ist tatsächlich nicht so, sondern da sitzen wir alle in einem, tatsächlich in einem Boot, heißt auf gut Deutsch. Es wird weniger gelesen, was so das kontinuierliche Lesen von langen Texten angeht. Und es geht auch gar nicht nur darum, ob das jetzt ein digitaler oder in anderer Form, ich dachte, vielleicht kann ich noch eine Sache zeigen, die wir gar nicht kennen. Die Branche war schon relativ schnell digital. Das hier, das haben wir mal gesehen. Das ist das sogenannte Rocket E-Book von 1995. Gab es da schon? Ja, das darf ich beschreiben. Ja. Das selbe Geschäftsmodell wie heute hat noch nicht funktioniert, weil es war nicht so. Ja, die Branche schon versucht, das zu tun. Was jetzt ja in Teilen funktioniert mit denselben Problemen, durch die damals noch überwunden werden konnten. Wir sagen, es kommt nicht unbedingt auf die Verwertungsform an, sondern auf die Frage, bieten wir noch interessante Inhalte an und bieten wir noch ein Modell an, wo alle Beteiligten professionell arbeiten können. Darüber kommt man sehr interessant. Ich glaube, das Hauptproblem, das auch Foren heute Abend ist, darin, dass kritische Foren in verwertlichen Prozessen, in Veränderungen in der digitalen Gesellschaft überhaupt nicht entsprechen. Das heißt, es gibt zum Beispiel keine vernünftige Geschäftsmodelle mit dem Markt, die man bietet. Das ist schlecht für Autoren, also auf diese Weise schlecht für Leser, Leserinnen erreichen. Wenn man zum Beispiel mit seinem Verlag darüber zu reden, dass man E-Books vernünftig preist, 10% unter dem Printpreis, das bezahlt keiner. Das ist nicht nur viel zu hoch im Verhältnis zum Aufwand für ein E-Book, das ist auch viel zu hoch im Vergleich zu Leistungen, die ich für ein E-Book bekomme. Ich kann nämlich ein E-Book nicht wie ein Printbuch nehmen, blöd finden und weiter verschenken oder Secondhand verkaufen. Oder von einem Regal in andere Stellen, virtuell gesprochen, von einem wieder auf einen anderen. Das kann ich alles nicht machen mit einem Sammlung. Ich habe viel weniger Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Ich bezahle aber fast den gleichen Preis. Und das funktioniert im Markt logischerweise überhaupt nicht. Es gibt auch in Deutschland so gut wie nirgendwo die Möglichkeit, Bundles zu kaufen. Das ist bei O'Reilly zum Beispiel gängig, dass man ein Printbuch kauft und dann für 8,3 E-Book-Version dazu bekommt. Die Taz macht das, wer ein Taz-Abo hat und Print, kriegt 1 Euro die Woche für diese Taz dazu. Solche Modelle fehlen und damit fehlt Reichweite für Autoren und da muss im Prinzip nachgesteuert werden. Es gibt ja nicht. Nein, das sind Verlage, kann das selbst entscheiden und in Deutschland entscheiden Verlage in der Regel dagegen. Also auch der Verlag meines Mannes hat gesagt, tut mir leid, noch ist das gängige Praxis. Bei neuen Verträgen weiß ich das nicht, aber das geht eigentlich gar nicht. Dass das ein Hindernis für Autoren ist, sieht man auch an Vorreitern, wie Harry Potter, Bestseller, Autoren, die ja ihre
so relevant. Das heißt, das ist falsche Argumentation. Ja? Auch Lady Gaga kann man überall am meisten aufspielen und trotzdem ist sie die reichste Musikerin. Das hat mir gesagt, das ist nicht trotz Aufrufen, sondern auch wegen Aufrufen. Das hat wirklich, das ist eine Marketinggeschichte. Wer die Sachen nicht kennt, der kauft die nicht. Also wer sie schon hat, der kauft sie auch nicht mehr, weil er hat sie gekauft. Das stimmt nicht. Also, sollte der DRM-Geschichte, die jetzt gerade läuft, da muss man mal ganz klar, also mit dem ich würde das Rolling-Beispiel gerne zu Ende führen. Okay. Also Rolling bietet diese E-Books für 9 Dollar auf einer Plattform an. Man kann sie 800 Bücher davon überziehen, man kann sie aber so nicht kopieren, weil sie DRM-Zahlen sind. Man kann sie auf jeder Plattform benutzen, man kann sie sogar verleihen und all das für 9 Dollar. Wenn das so frei ist, könnte man ja sagen, dann auch kopieren wir also nur noch, nachdem einer einmal so eine Kopie runtergeladen hat. Genau das findet nicht statt. Weil die meisten Menschen, die eine Möglichkeit haben, auf einer Plattform, die sie mögen, zu einem Preis, den sie vernünftig finden, etwas zu kaufen, und tun das tatsächlich, auch wenn es viele Menschen anzweifeln. Wenn die Möglichkeit da ist, dann wird das getan. Und Rome ist dafür ein Beispiel. Die ganze O'Reilly-Plattform ist ein anderes Beispiel. Diese Sachen funktionieren. Manche bieten sie gar nicht an. Ja, Frau Schulz. Die werden auch kopiert, es werden auch mehr gekauft und es schadet ihr nicht, weil sie schon vorher gekauft waren. Man konnte Harry Potter immer auf allen Plattformen akzeptieren. Auf Pirate Bay gibt es das Buch am ersten Erscheinungstag sofort als Autorin. Aber ich wollte doch gar nicht. Trotzdem ist sie eine Bestseller Autorin für Geld. Zwei kleine kurze Sätze dazu. Der hätte ich auch. Also, ja, der ist nicht einfach nur gegen das Thema. Ich will jetzt auch wirklich jetzt gar nicht lang und breit, sondern ich stimme mit dem völlig überein, dass das durchaus auch verkaufsfördernd sein kann. Und ich finde auch, dass DRM-freie E-Books durchaus ein Geschäftsmodell sein könnten. Aber wir wissen es nicht. Erstens, zweitens, der zweite Satz. Der Markt in Deutschland ist relativ jung und wird beherrscht von den zwei einzigen, die im System funktionieren. Das ist Amazon und Apple. Wir haben 80% vom gesamten E-Book-Markt in Deutschland zurzeit noch. Und das sagt mir, also ich möchte das jetzt nicht gar nicht bewerten, dass das eigentlich gar nicht das Thema ist. Es werden ja auch der Bücher verkauft und auch gut verkauft, wenn sie den Preis haben. Ich bin schon Darf ich mal eins einhaken? Können wir, weil sonst zum Beispiel, wenn man 10.000 Kilometer angereist und höre lauter Statements von Menschen, einfach Aussagen, die hier in den Raum setzen, die sie weder wissen, noch die sie in irgendeiner Weise eine Unterstellung. Ich rede jetzt von dieser Lady Gaga-Situation, Lady Gaga ist eine Künstlerin, die ich betreue, wo hier ist die reichste Künstlerin. Aber da sprechen Sie doch vom Hauptstadtwerk direkt nach dem Vorschalisieren Sie die ganze Runde. Frau Gut, aber lasst uns jetzt mal bei der Reihenfolge bleiben. Die Frau Schulz hatte sich früh gemeldet und wir hatten die Reihenfolge, bis der Thomas kam, dann sind Sie dran und dann ist der Jörg. Viele Aspekte wurden schon angesprochen, ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Mein Nachbar hat eben über die Besonderheiten der Verlagsbranche gesprochen und hat gesagt, dass halt die Leute, die in Verlagen arbeiten, letztendlich mehr arbeiten, weil auch Herzmittel haben. Ich glaube, das ist für alle Kulturbranchen hinweg. Also wenn ich als Galerist anfange, mit jungen Künstlern zu arbeiten, dann weiß ich auch nicht, ob irgendeiner von denen es jemals auf dem Markt schaffen wird, sondern investiere in sie. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit der Kulturbranche und ich glaube, wenn ich auf die Verwerter so verrückt wäre, auf Leute zu setzen, würde es nicht funktionieren. E-Books, glaube ich, ist es so, dass praktisch 99, kann ich mich sehr gut daran erinnern, bei der Buchmesse gab es eine riesige Halle, elektronische Publizieren, es hat nur so Rausch und viel Geräusch und es hat sich nicht durchgesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche Verlage auch daher ein bisschen zögerlich sind, was E-Books angeht, weil die haben ganz schön Geld auch bezahlt und haben viel Geld und wissen, wie die Sachen, wenn sie darin durchgesetzt haben. Weil das muss am Ende auch ein Verlag rauskommen. Viele Themen, die angesprochen wurden, sind eigentlich gar nicht nur Urheberrechtsthemen im Kern, sondern sind eigentlich Marktthemen. Das heißt also, wie praktisch halt Menschen sich auf dem Markt platzieren können.
Und da ist sicherlich, was dieses Thema insbesondere Journalisten angeht und dann Presse bzw. auch teilweise Rundfunk, ein riesiges Problem, dass es sehr, sehr viele und in wachsender Zahl freiberufliche Journalisten gibt. Und dass man auf der anderen Seite die professionellen Anbieter eher ein schrumpfender Markt sind. Also wir haben praktisch, wenn man sich den Wirtschaftsbericht, den Monitoring-Bericht im letzten Abend sieht, kann man das sehr genau feststellen. Die Zahl der freiberuflichen Journalisten wächst, aber die Zahl derjenigen, die verwertet sind, schrumpft und auch ihre Umsätze schrumpfen. Das heißt also, es gibt eine viel, viel größere Menge an Menschen, die am Markt partizipieren wollen. Der Kuchen wird nicht größer. Und insofern ist es einfach so, dass natürlich praktisch, also entweder kriegen alle ganz kleine Stückchen, oder aber die, die im Markt drin sind, nehmen sich das größere Stück. Und praktisch halt die anderen, um überhaupt hineinzukommen, arbeiten sie zu katastrophalen Preisen. Also das ist halt nicht nur der Presse, das ist auch ein Rundfunk so. Also wenn man sich anschaut, in Köln, wo praktisch mit RTL und mit WDR zwei große Abnehmer ist, ist es einfach so, dass diejenigen, die überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür kriegen wollen, auch praktisch, wenn sie das Geld noch mitbringen, praktisch das sozusagen letzte Schadengrenze, die noch passiert. Aber ich hatte ein Marktgeschehen und nicht so sehr an Urheberrechten, würde ich zumindest mal behaupten. Insofern muss man, glaube ich, auch diese Diskussion voneinander trennen. Urheberrechtsrecht ist ein verkorkstes Gesetz, aber ich glaube, das sieht sowohl die Verwerterseite als auch die andere Seite, dass es letztendlich nicht richtig funktioniert. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, als die Europäische Kultur in Deutschland gearbeitet hat und es ein Angebot zu dem Thema gab, von Seiten der Abgeordneten eine sehr große Bereitschaft bestand, an das Gesetz heranzugehen und zu sagen, okay, wir machen zumindest mal eine Überprüfung und wir wollen jetzt praktisch halt uns das nochmal anschauen, was die Gewerkschaftsseite gesagt hat, das wollen wir nicht. Es funktioniert, wir praktisch verhandeln Branche für Branche durch und insofern besteht kein Handelsbedarf bei Vertragsrechten. Das war eine vertane Chance für die Urheber. So kann man es mal sagen, dass praktisch halt, da gab es eine Bereitschaft im Bundestag, etwas zu ändern, und wenn dann halt von Urheberseite gesagt wird, wir wollen es nicht, dann sagt die Politik, na gut, okay, dann machen wir es nicht. Also damit war zumindest für den Paketbericht einfach so sehen. Ich denke, das Thema kommt jetzt wieder auf. Es haben jetzt verschiedene Parteien, wenn sie jetzt recht veröffentlicht haben, gesagt, dass sie das wieder auf die Tagesordnung setzen werden. Hat aber im Kern erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern halt insgesamt, das ist praktisch halt die erste Idee zum Vertragsrecht. Wir sind in den 60er, 70er Jahren entstanden, da praktisch war von Digitalisierung noch überhaupt nicht die Rede. Das geht halt für ihn dann auch für ihren Markt gewinnen. Leider nicht ein bisschen auszuholen, weil ich wollte jetzt auch mal so versuchen, vielleicht mal so ein bisschen erklären, aus welcher Idee ich komme, weil das hier, glaube ich, nämlich eine ganz große Rolle spielt, weil wir sollten uns darüber hinwegkommen, dass hier auch verschiedene am Tisch sitzen, die dann mit unterschiedlichen Marktbedingungen zu tun haben. Ich bin nur im klassischen Schriftstellerbereich. Ich schreibe Fantasy, ich habe den typischen Herkunftsprozess, ich habe erstmal lange Jahre umsonst in der Verlagung, habe mich ein bisschen professionalisiert und dann bin ich in der Verlagung gegangen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Erspannung mittlerweile im deutschen Buchmarkt, dass die quasi eine Vorfilterfunktion übernehmen und dann darüber einen deutschen Buchverlag, einen Buchverlag, der dann schließlich nach dem Verlag wird. Und habe jetzt für mich sozusagen das Problem angekommen, in dieser wunderschönen Welt, die ich immer wollte, schon seit 10, 15 Jahren. Und jetzt kommt da irgendwie so eine Piratenpartei, dann jetzt noch fest geblieben und sagt mir, diese alte Welt ist völlig verkommen. Ich kann es vergessen und jetzt kommt was Neues, Tolles. Ich weiß, dass es jetzt ein Verschmissen ist. Ich versuche nur so ein bisschen, ich ist davon zu merken, warum viele Kollegen sehr emotional auf diese Ansagen hier. Die ist vorbei und das Internet kommt und wirklich Schluss mit diesem. Ein bisschen komisch an, weil die Autoren haben lange darum gekämpft haben, an diesen Punkt zu kommen, wo sie sind. Und ich sage es jetzt mal ganz deutlich, viele von uns treten an,
Erstens, weil sie gerne schreiben. Zweitens, weil sie reich und berühmt werden wollen. Wie die Gaga und Joy Pierrot, das sollten wir uns nicht vormachen. Wir machen das alle nicht irgendwie, weil wir menschenfreundlich sind oder weil wir so viele Kulturphilosophen sind, sondern das ist anders. Ja, und, jetzt kommt eine Diskussion, wo die Angst besteht, wir sind sozusagen in diesem finanziellen Streben, das uns trägt und bedroht. Ob das nun stimmt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das ist quasi eine Diskussion, und das sind die Beratungen, ja auch ganz wichtig war, die viel auf der Bauchebene ist. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem bei dieser ganzen Diskussion, dass man sehr rational diskutiert wird und dabei aber vergessen wird, wie bestimmte Sachen ankommen. Lass uns Eigentum war ein schönes Stichwort. Ich finde, es ist eigentlich völlig irrelevant, wie man das nennt. Diese Metaphern, geistiges Eigentum, Raubkopieren, sind wie alle griffigen Metaphern ein bisschen richtig und ein bisschen falsch. Es ist eigentlich egal, wie man das nennt. Sondern die Frage ist, was steckt wirklich dahinter? Und mit geistigem Eigentum, meine ich, der Schriftsteller, wenn das benutzt dieses Wort, jetzt habe ich was geschaffen, das ist mein Kind, mein Baby. Mir wird das erfahren, wenn wir das erste Mal den Wegexemplar auf den Tisch stehen, ne, die Karton mit den 30 anderen drin und sagen, also, das ist jetzt meins. Und das ist das, was emotional mit geistigem Eigentum gemeint ist. Und deswegen reagieren die Schriftsteller so emotional, wenn manche Piraten herkommen und sagen, geistiges Eigentum ist auch das irgendwie ist schmutzig oder so. Da versucht jemand etwas für sich zu reklamieren, was gar nicht seins sein kann. Weil es ist ja auch sehr eine Einheit geschöpft, die Leute nur aus dem auch was andere schon gesagt haben, was dann natürlich für den Schriftsteller wieder so klingt, wie es ist ja gar nichts Neues, es war alles schon da. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges Argument für jemanden, der diesen schwierigen Prozess des Schaffens durchmacht. Und das ist ein schwieriger Prozess, aber ich selber so ein Schaffens, man muss es sehr oft reden. Und es gibt immer die reine Freude, das zu erfahren. Und da fühlt man sich so ein bisschen unsicher. Wenn man diese Argumente hört, auch wenn die natürlich nicht so gemeint sind. So. Und das alles gesagt habe, ist es ja jetzt ein bisschen so, dass die Mittelsituation, all dem, was daran hängt, und dem Phänomen der Tauschbörse, natürlich wir die Inhalte herstellen, Musiker oder Schriftsteller, was auch immer, eine Bedrohung fühlen, von der wir nicht wissen, wo sie ist. Die Piraten sagen uns, macht euch keine Sorgen, das ist gar nicht so. Die Leute, die das runterladen, die sind dann vielleicht im Nachhinein bereit, dafür freiwillig was zu bezahlen. Kann sein. Ich weiß es nicht. Es soll in Studien gehen, in diesen Studien, dass diese damals in irgendwelchen anderen Ländern gemacht oder unter anderen Bedingungen. Statistik finde ich als Normalsterblicher sowieso immer schwierig. Meine Frau sagt immer, ich brauche keiner Statistik, wenn du nicht selber gefälscht hast. Ne? Also, ich verstehe die Dinger nicht. Ich finde, für mich bietet das keine emotionale Grundlage zu sagen, ja, ich fühle mich jetzt sicher oder nicht. Und vor allem lassen alle diese Studien, eins außer acht, die sind nämlich immer unter den Regionen geschrieben worden, dass das Tauschen illegal war. Das Gesetz aber sendet ein juristisches Signal aus. In dem Moment, wo sich Deutschland entscheidet und sagt, nicht kommerzielles Tauschen ist legal, kann es sein, dass große Teile der Bevölkerung verstehen, so, das ist jetzt okay. Das ist nicht nur rechtlich okay, das ist auch moralisch okay. Und dann kann es sein, dass die Umsetzer eingehen. Ich sage nicht, es wird so kommen. Ich sage nicht, ich weiß, dass es so ist. Ich sage nur, das ist die Angst, die die Schriftsteller brauchen haben. Und dann diese Diskussion um die neuen Geschäftsmodelle. Ja, da müsst ihr auch erzählen, dass ihr etwas über Werbung reinholt oder ihr müsst mehr Lesung machen. Ich glaube, das ist gerade im Buchmarkt ein bisschen schwierig, weil diese Modelle, die funktionieren bei uns nicht in dem Maße. Lesung, das ist was ich so nebenbei mache, dafür kriege ich im besten Fall 300 Euro, wenn ich irgendwo. Es gibt jetzt natürlich auch schon Beispiele, wie jemand wie Frank Schätzing, Bestseller-Autor, der eine große Medienshow rausmacht. Und das sind Möglichkeiten, die wirklich nur den Großkopfern zur Verfügung stehen. Nicht den kleinen Kautern. Da habt ihr ganz kurz mal weil die Beiträge langsam immer relativ viel insgesamt waren. Ja. Das ist halt so, weil es schon aufgehört hast, eine Stunde rum ist, erstmal vielleicht für die, wir haben ja verschiedene. Obwohl wir aus verschiedenen Geschäftsbereichen erstmal, vielleicht wenn wir gerade das Thema Buyouting in gewissen Bereichen erstmal klären können oder vielleicht in der zweiten Hälfte oder am Ende auch dieses Thema File-Sharing behandeln. Aber das lässt erstmal so ein bisschen davon aus. Ich würde die Teilbereiche ganz gerne erstmal so ein bisschen voneinander lösen. Und nicht immer. Aber nicht immer alles so in einem Schmutz, weil es immer relativ viele von einem anderen. Kommt am Ende halt irgendwie auch gar nicht zu viel. Die Idee war auch wirklich jedem erstmal in der ersten Runde ein bisschen so. Seine Themen zu zetteln und
dann zu schauen, wo sind eigentlich wirklich die konkreten Fragen, auch gegenüber der Piratenpartei, gegenüber den Dingen, die auch ganz häufig auch Vorurteile liegen, die Dinge einfach in den Medien falsch dargestellt wurden. Wo sind wirklich programmatische Fragen, die ganz wichtig auch diskutiert werden, sondern die auch ganz spezifisch die Fragen betreffen, die Autoren und Journalisten und Fotografen haben. Ich würde jetzt hier den Kontakt. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ein Resümee ziehen. Also, weil ich ja jetzt gerade wieder unterbrochen wurde, weil dann will ich wenigstens noch jetzt dran die mir wichtigsten Punkte bringen. Das Ding mit dem nicht kommerziellen Freisharing ist ein großer Angstpunkt für uns. Es gibt Leute, die sagen, das ist alles nicht zuständig. Das wird viel mehr Werbung sein. Ich weiß es nicht, es kann so sein. Und wenn ihr in diese Richtung argumentieren wollt, dann müsst ihr die Leute emotional angehen. Ich glaube nach wie vor nicht, dass das ungefähr ist, was ihr glaubt, dass es ist, aber wenn ihr wollt, dass wir glauben, dass es ungefähr ist, dann muss da irgendwie mehr kommen. Ja, okay, Entschuldigung. Macht aber nichts. Ich würde gleich auf deinen Punkt zurückkommen und jetzt gleich mit dem Beiwortigen anfangen, weil es super mein ursprünglicher Einhaken hier entspricht. Ich finde das Beispiel mit den Bauern, das ist total passend. Ich meine, es ist überhaupt nicht in Ordnung, dass der Milchpreis für wenige Cent ist. Und da haben wir auch überhaupt kein Problem, dass wir sagen, solche Ausbeutungsstrukturen, zum Beispiel durch den Einzelhandel, werden durch staatliche Sanktionen ausgehebelt. Also das ist überhaupt nicht so, dass wir sagen, der freie Markt regiert wird. In jedem Fall. Und das können wir hier im Prinzip genauso erstmal fordern. Deswegen sehe ich das auch kein Thema. Und ich denke, wir sollten viel eher uns halt anschauen, was wir als Piraten überhaupt im Urheberrecht fordern, ist ja überhaupt nicht so, dass wir sagen, es ist ja. Die Verlage drucken es und
verkaufen es zu wahnsinnig hohen Preisen an die Uni-Bibliotheken. Das ist wirklich also irgendwas, was eben stehend klar ist, dass es so irgendwie. Weil wir jetzt den Punkt kurz abhandeln können, einfach weil wir eben nur eine Veranstaltung sind. Aus dem Grund haben wir auf den, dass das wissenschaftliche Autoren umfangreiches Zeitgeber ist, der voll Umfang eingebaut wird. Aber so eine Zeit haben wir dann eben doch geschrieben. Wissenschaftler müssen sich natürlich etwas selbst publizieren und vermarkten und so weiter, wenn sie jetzt keine Gewinner haben, bis der Verlag dann halt abschreibt, trotzdem die Möglichkeit haben, mit ihren Publikationen weiterhin selber auf einem anderen Weg, auf dem zweiten Weg nochmal voll umstehend, voll umfänglich nochmal eine zweite Bewertung anzusprechen. Sie haben das ja genau richtig erklärt. In der Tat ist das ein Unterschied beim wissenschaftlichen Publizieren, der ja nicht darauf ausgerichtet ist, dass der Autor mit seiner Publikation Geld verdient, sondern Reputation. Das ist das Wesen des wissenschaftlichen Publizierens. Und die Gegenleistung, die Sie erhalten, die ist eben nicht, dass Sie für einen Artikel entlohnt werden, sondern dass der in qualitätsgesicherten Zeitschriften, Fachzeitschriften erscheint, dort tausendfach zitiert werden kann, und zwar in einer Form, die auch dann, die Sie selber wahrscheinlich gar nicht leisten könnten, wenn Sie das alles selber machen würden, der ganze Peer Review wird auch organisiert von den Verlagen, und das ist nicht so, dass Autoren das alles selber beibringen müssen, und das ist die Gegenleistung, die Sie dafür erhalten, dass das, was Sie wissenschaftlich in die Welt tragen wollen, in einer vernünftigen Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, genau so entspricht meiner Erfahrung. So ist es. Ja, aber wo ist, de facto der Unterschied zu, ich stelle es kostenfrei auf meinen Blog? Weil ich entscheide mich selbst. Die Reformation in diesem Bereich. Also das, was der Kollege gerade sagte, Zweitverwertungsrecht, da schnitt sich immer. Sie haben als Autor ein erstes Verwertungsrecht. Warum wollen Sie sich das einschränken lassen? Sie entscheiden ganz allein, was Sie Ihren Artikel Open Access, wo auch immer, publizieren, ob Sie eine eigene Plattform bilden, ob Sie das der Allgemeinheit schenken, das entscheiden Sie als Autor ganz alleine. Und in dem Moment, wo Sie zu einem wissenschaftlichen Verlag gehen und sagen, ich möchte aber dahin, weil dieser Verlag ist bekannt dafür, dass er gute Zeitschriften hat, eigentlich möchte ich das, dann ist das Ihre freie Entscheidung, aber dann müssen Sie auch akzeptieren, dass die Arbeit, die ein Verlag in genau diese Publikationsform steckt, auch irgendwo für den sich unterm Strich rechnen muss, denn Ich möchte zwei Dinge sagen, dass man aber schon, wenn man drauf sieht, dass das Geschäftsmodell für den wissenschaftlichen Verlag wesentlich angenehmer ist als für denjenigen, der Das täuscht. Ich würde jetzt mal ganz kurz gerne ein bisschen unterbrechen, auch wenn es sehr spannend wird hier so partikular, aber ich würde jetzt gerne den Daniel gezielt als Pirat darauf antworten lassen, dann kommt der Kai und dann kommt der Tom. Der Punkt ist ja der, man ist ja trotzdem erstmal auf den wissenschaftlichen Belag angewiesen, um eben seine Reichweite zu bekommen. Das ist halt nicht, wenn man selber noch nicht, ja, aber das ist förderlich. Wenn man selber noch nicht großartig publiziert hat oder sowas, ist es halt meistens dann doch relativ in die Karte gesagt, man spricht die Sachen etwas auf der Existenz drauf. Weil natürlich ist die Verlagsleistung besteht natürlich in der Reichweite ganz klar. Allerdings gibt der Verlag natürlich auch dadurch, dass das der Autor oder der Wissenschaftler nachher die zweite Bewertung hat, erstmal einen Vorteil braucht, mit dem er halt seine Benachricht etc. machen kann. Also er hat ja erstmal das erste Wertungsrecht für einen gewissen Zeitraum in dem Artikel, in der Publikation und wird ja dann auch dementsprechend verbreitet. Nur so. Bitte? Bei jedem so, wie er es vereinbart. Ihr redet euch aber. Genau so ist es. Du musst es doch nicht. Also vielleicht bin ich das nicht. Also, ja, aber das stellt man ausbeutungsfreie Strukturen voraus. Das ist der Punkt. Ja, ein gewisser Druck ist, das ist das sicherlich vereinbar. Die Teller sind eh schon so furchtbar laut, es wird sonst ganz, ganz schwer. Der nächste wäre jetzt der Kain. Ich warte noch ganz kurz, ich verstehe ehrlich gesagt dieses Argument nicht ganz, zu sagen, es ist ja die freie Entscheidung von jedem Urheber, zu einem Verlag zu gehen oder es eben sein zu lassen. Man kann seinen Text ja genauso gut in seinem eigenen Blog veröffentlichen. Es gibt ja einen gesetzgeberischen Rahmen, um genaue Strukturen zu schaffen für, also jetzt im Urheberrecht, im Urhebervertragsrecht, für ein professionelles Miteinander von Verlagen und von Autoren. Und
wenn Verlage die Möglichkeit haben, das ist meine Erfahrung, ich bewerte es auch nicht moralisch, also es ist ja einfach nur kaufmännisches Gebaren. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte, aber natürlich gibt es Unterschiede zu den Buchverlagen, das weiß ich auch, weil ich auch Autor bin, aber im Presseverlagswesen ist unsere deutliche Wahrnehmung, dass Verlage so weit gehen, wie sie können. Und das mit dem Bestreben maximaler Ökonomisierung ihrer Arbeit. Natürlich kann man kann immer sagen, ja, lass das doch, da müsst ihr ja nicht für uns arbeiten. Natürlich kann man das sagen. Aber genau dafür gibt es doch einen gesetzgeberischen Rahmen, um diese Ungleichgewichte, die theoretisch mitgeben, aber ganz offensichtlich da sind, zu bieten. Also der beste Argument kommt andauernd. Chefredakteure, so Leute sagen, du, wenn du nicht willst, du musst nicht für uns arbeiten. Das ist überall in jedem Job. Ja. Jeden Job. Aber erinnern wir uns an den großen Aufschrei bei Schlecker, als uns die Arbeitsbedingungen gingen. Jetzt hat Waldhaft gerade, wie bei einem Paketdienstermittler, gibt es mal einen ganz großen Aufschrei. Ich kann mal sagen, es ist überall so. Und Programmkino sterben. Ganz kurz noch, den Themenbereich wissenschaftliche Autoren, den haben wir speziell auf den eigenen Tisch. Nur um das nochmal zu klären, wir haben den Tisch Forschung, Bildung und Schule. Und da geht es genau um diesen Bereich. Ich sage dazu nur, da kam ein großartiger Einwurf, der auch auf Twitter jetzt ganz häufig, als Piraten muss man Twitter immer wieder zitieren, häufig retweetet wurde, Wissenschaftler sind auf Publikationen angewiesen, damit prima erpressbar von den Spezialverlagen, das kam von Anke, glaube ich, ist ein guter Punkt, den wir auch auf alle Fälle auf diesem anderen Tisch besprechen sollten. Lasst uns jetzt mal gezielt bei den Autoren, bei Belletristen und in diesem Bereich bleiben. Tom ist der Nächste und danach kommt Enno und dann geht es fröhlich weiter. Also, ich sage etwas ganz anderes, als ich am Anfang eigentlich sagen wollte, weil das alles durch ist. Ich danke für diesen Beitrag, was eigentlich Verlage machen. Und das ist, bei der Diskussion gibt es ein grundsätzliches Problem bei der Schubladisierung. Es werden immer Menschengruppen in irgendwelche Töpfe reingesteckt und dann wird rausgehauen. Die Verlage, und plötzlich muss ich mich zusammen mit Springer auf der Anklagebank und ja, das ist totaler Käse eigentlich. Wir sind Selbstausbeuter, wir haben eine 90-Stunden-Woche und arbeiten für unsere Autoren. Da können wir uns jetzt auch einigen, dass wir das alle haben. Ja, klar. Und das ist aber eine Verteidigung, dass man, dass es da keine Parteisachen gibt. Und bei der Diskussion über die Leute, die geistiges Eigentum oder wie man es auch nimmt, halt produzieren, das wird immer auch alles in einen Topf geworfen. Es gibt in erster Linie für unsere blöde Situation, dass wir alle nicht reich und berühmt werden und es trotzdem machen, als erstes eine technische Ursache. Es sind immer technische Ursachen und auf die sind ein Großteil der sogenannten Missstände auch zurückzuführen. Digitalisierung, Internet, darauf lässt sich so ziemlich vieles zurückführen und auch eben unter anderem, dass die Anzahl der gedruckten oder der veröffentlichten Titel seit den 80er Jahren sich verdreifacht hat. Und bis zu den 80er Jahren ging das alles auf, ungefähr 30.000 im Jahr in Deutschland. Danach hat sich die Anzahl der Titel praktisch verdreifacht. Hat eine rein technische Ursache. Nicht, weil plötzlich alle schreiben, sondern weil man plötzlich für ein Abo und ein Buch drucken kann. Das ist halt so. So, jetzt haben wir 150.000, 160.000 neue Titel in Deutschland, die sich im Grunde genommen den gesamten selben Markt aufteilen. Die gesamten, weiß nicht wie viele Milliarden, ich glaube in der Größenordnung, der gesamte Buchmarkt hat einen Umsatz von Aldi irgendwie sowas. Und das teilt sich plötzlich dreimal so viele neue Veröffentlichungen auf und deswegen geht es um allen so scheiße. Ist halt so. Und das Zweite ist, was daraus resultiert, ist diese Angebots- und Nachfragegeschichte. Es gibt mehr Leute, die schreiben, als Leute, die lesen können. Das ist halt so. Und das hat auch nichts mit dem Urheberrechten oder sowas zu tun, sondern alle Leute, die plötzlich der deutschen Sprache mächtig sind, alle Leute, die Bilder mögen, wie bei Ihnen jetzt zum Beispiel, die kaufen sich eine Kamera und schmeißen das Zeug halt ins Internet. Und das ist ein Problem, das hat auch mit dem Urheberrecht und dem Sinne gar nichts zu tun. Und die Sache ist halt, dass man bei Angebot und Nachfrage ansetzen muss. Man muss den Konsumenten, der mittlerweile auch gleichzeitig Produzent ist, lehren, dass er auf Qualität achtet. Also man muss eigentlich in diese eine Umschulung quasi der Masse machen, das ist das eine.
Und das Zweite ist, bei den Scheinen selber, das geht nicht anders, weil jeder liest doch Hauptsache irgendwas oder kauft sich Hauptsache irgendwas, ist doch so. Und was jetzt die Geschichten angeht mit dem Urheberrecht, gibt es zwei Sachen. Also entweder es gibt eine Pauschalvergütung oder wir müssen die technischen Ursachen abschaffen. Internet ausschalten, es überwachen, keine Ahnung. Die Geschichte mit dem Fallschirm ist völlig obsolet. Zu sagen, okay, wir legalisieren, es ist das scheißegal, was wir sagen. Es wird automatisch gemacht mit jedem Backup, mit jedem Ding, wenn ich in die Druckerei meine Drucksachen hinschicke, dann automatisch aus Versehen auch die True-Performance einfach kopieren. Und so. Es passiert ja mittlerweile automatisch. Das heißt, der Gesetzgeber muss ja nicht agieren, muss ja reagieren. Man kann das zwar verbieten, aber das bringt überhaupt nichts. Wenn wir das jetzt alles verbieten und die Leute alle in den Knast stecken, dann wird er wahrscheinlich statt 21.000 Bildern wahrscheinlich 19.800 finden. Aber es wird sich in dem Effekt nicht ändern. Das heißt, es ist eigentlich schon Tatsache. Ja, ich zu mir, ich gehört der Berlin-Copy-Verlag. Das ist ein Nischenverlag in Berlin, der sich derzeit auch mit Geschichte und so beschäftigt, also wir haben Auflagen 1000, 2000 Bücher, nicht unbedingt in zweifacher Auflage, also es ist wirklich sehr speziell, sehr klein, und deswegen kann ich das nur vom Kreisen, ja, also ich bin halt nicht später, was in dieser Runde natürlich völlig klar ist, aber was in der Diskussion allgemein auch immer wieder schwierig ist, bei den Piraten, auf alles man eigentlich Konsens macht, ja. Oder ähnliche Dinge. Ich bin im Börsenverein natürlich, dass die Lobbyorganisation, welche Content macht, ja natürlich nicht. Und meine Themen, also die für mich halt wichtig sind, die sind verwaiste Werke, ist halt auch so ein Nischenthema, aber genau das trifft mich regelmäßig an. Und auch um direkt zu den Beihilfeverträgen zu kommen, da denke ich, ist die ganz einfache Sache so, also solange man die Chance hat, also von Titel zum Buyout-Verträgen bis zu den Fernverträgen zu machen, ist klar, dass der den Fernvertrag macht und der Depp ist, außer er so viel Markt macht, das auszuspielen. Und umgekehrt halt auch meine Buchpreisbindung, weil ich dementsprechend für eine gute Sache, aber auch beim Markt mache, denke jeder, der weiß, dass Amazon jetzt nicht gerade die geringste Rabattstaffel hat im Vergleich zum Warsaw-Invest oder sowas. Da kann auch sagen, naja, der Markt ist frei, ja, so frei wie die Ziele irgendwie, ich würde sagen, da nicht teilweise, denn das ist, also da sehe ich das Problem, dass da noch Eingabebedarf ist, einfach um den Leuten, die fair zahlen zu wollen, also kleiner oder großer Verlag mit all diesen Dingen zu tun oder für Geschäftsmodelle anzubieten, dass man sich das leisten kann, nur schlichtweg. Und wir haben verschiedene Sachen gemacht, die so in unserem kleinen Rahmen möglich waren, wie E-Books verschenken, die Bücher verkaufen oder zahl was du willst, verschiedene Modelle mal ausprobiert von einzelnen E-Books. Und genau dieses, was da Thomas sagte, also so, wir haben keine Werte aus dieser Welt, also wir haben Ideen aus Amiland oder Sachen, die auf anderen Grundlagen basieren, und damit was zumindest Ideen haben, die wir machen können, ganz viel mal auszuprobieren. Natürlich schwierig ist, weil die Reichweite sehr beschränkt ist. Und haben da eigentlich ganz spannende Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ein Buch, was wir rausgegeben haben für zwei, was du willst, 200 Mal runtergeladen, 8 Euro und 2 Tafeln Schokolade von ihm. Kann sagen, war voll scheiße. Aber die Verkaufszahlen vom gedruckten Buch haben sich verzehnfacht. Also wo man sagen muss, wo Effekte miteinander einhergehen, man probiert es, was ich sagen kann, dass mit dem Buch überhaupt nicht rentiert, aber wir haben das gedruckte Buch so viel verkauft, dass wir das Geld noch heraus hatten. Und ganz weiter. Ja, und zwei Tafeln Schokolade, genau. Da gibt es irgendwas, ich kann auch ein Glas Bier schicken oder irgendwas, und da würde ich immer zwei Tafeln Schokolade vorbeigehen. Wie Inno jetzt ganz schön vielleicht hier dargestellt hat, das ist auch eine unserer Thesen als Piratenpartei zu sagen, dass das File-Sharing letztendlich in dem Bereich gerade erst für die physischen Produkte zusätzlichen Gewinn erzeugt. Wir waren jetzt die ganze Zeit beim Themenbereich Autoren. Wir sind bei einer Halbzeit sogar jetzt schon angelangt, obwohl sich jeder gerade warm redet. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne auf den Bereich, den wir nicht auch abdecken sollen, Journalismus und Fotografie zu sprechen kommen. Und da ich mich schon lange gemeldet habe, als Fotograf ist es genau. Also ich setze mich natürlich ständig damit auseinander, dass immer das viel zitierte Beispiel des 14-Jährigen, der jetzt an die Wand ans Kreuz genagelt wird dafür, dass er meine ACDC-Fotos geklaut hat, irgendwie verbreitet. Erstens stelle ich mich mal auf den Standpunkt, dass meine Fotos erstmal gehen können. Und wer meine Fotos verwenden will, der kann mich gerne fragen. Ich habe mich noch nie in irgendeiner Weise dagegen gesperrt.
dass eine gewisse Anzahl meiner Fotos auf irgendwelchen Fanportalen benutzt wurden, ohne dass ich dafür die Hand aufgehalten habe. Aber ich mag an sich gerne selber entscheiden, wann, was, wie ich mit meinen Fotos mache. Den Kriminalisierungsfall sehe ich insoweit als dramatisch, wenn der zitierte 14-Jährige meine ACDC-Fotos bei Facebook einstellt, womöglich auch noch in einer relativ hohen Qualität, und Facebook morgen ihre Millionen dafür, oder ihre Milliarden dafür aufwendet, Getty zu kaufen. Und übermorgen ist Getty mein Mitbewerber, der legal, juristisch einwandfrei, weil Rechtübertragung einwandfrei vom Fan erfolgt, mir mein Geschäft kaputt macht und meine Fotos verkauft für weniger Geld, als ich sie selber verkaufe. Da wird es natürlich extrem schwierig. In der Diskussion hier, die ich bisher sehe, kann ich bisher immer nur das wirklich nur Geschäftsmodell des noch nicht etablierten Autoren, der verzweifelt versucht, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Mir fehlt die Brücke zum Urheberrechtsdialog ein bisschen, weil es einfach ist, wie etabliere ich mich, welche Geschäftsmodelle baue ich auf. Ich selber habe mal ein Buch, es war nicht wirklich ein Buch, es war für mich ein PDF, über das Geschäftsmodell, wie werde ich ein erfolgreicher Fotograf, geschrieben. Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der dieses Ding verkauft. Und ich kriege 80% von dem, was er damit einnimmt. Ich hätte schon mich über 50 gefreut, aber sie haben mir gleich 80 angeboten, daher habe ich sie genommen. Also ist es nicht so, als würde es nur die Bösen da draußen geben, sondern wenn der Markt tatsächlich das erfordert, dass es dann immer gibt, ob das jetzt kopierfrei ist oder so, weiß ich noch nicht mal. Ab und zu kriege ich von dem ein bisschen mehr, aber ich bin auch davon ausgegangen, dass es vielleicht 100, 200, vielleicht 300 Mal verbreitet wird und wollte mir einfach nur die Zeit und Arbeit sparen, mich selber drum zu kümmern, sagt mir dorthin. Ja? Und es funktioniert gut. Ich habe auch ein gedrucktes Buch mit meinen Fotografien, das verkaufe ich über Amazon, kriege 90% der Erlöse daraus und kriege 3 Euro pro Order. Aber ich habe das Buch halt selber finanziert, das gedruckte. Deswegen, sagen wir vom Thema an sich hier, habe ich noch nicht wirklich verstanden, dass es um dieses Urheberrechtsdialog und die Novellierung durch die Piratenpartei geht. Mich persönlich stört extrem von dem, was ich gehört habe, und da greife ich das gerne auf. Man hört natürlich immer nicht viel, so wie die Kollegin gehört hat, dass Lady Gaga so reich sein soll. Ich kann Ihnen sagen, das ist leider noch nicht der Fall. Man ist immer noch nicht darin, dass man die Kosten geguckt hat. Ja, also von daher ist, muss man mal ein bisschen aufpassen, wie ich völlig offen habe, da gibt es verschiedene Kategorien von den Kuchen in dem Fall. Ja. Also, in Fällen habe ich inzwischen von denen keine Beweise und so, also mehrere Twitterer haben mir die Links geschickt zu den Umsätzen und Einnahmen von Lady Gaga, das ist irgendwie 90 Millionen Dollar pro Jahr. Finde ich jetzt nicht Hartz IV, aber. ist das bei ihr angekommen? Reden wir über Verwerter oder reden wir über Urheber? Also kann ich nicht ganz folgen, wo das herkommen soll, aber. Können wir, ich werde separat darüber diskutieren. Aber bleiben wir mal beim Urheber der Fotografie. Ich habe jetzt Fotos und ich möchte jetzt gerne einfach zunächst mal alleine darüber entscheiden. Es wäre relativ leicht, Fotos der Öffentlichkeit frei kopierbar zugänglich zu machen, indem man sie kennzeichnet, mit irgendeinem kleinen Zeichen in der Ecke. Das schützt mich nicht dafür, dass irgendjemand anderes womöglich mein Foto nimmt und dieses freigegebene Zeichen dann einkopiert, aber es wäre zumindest mal für die Leute, die sagen, ich möchte meine fotografische Kunst im Markt öffnen, jetzt ein sehr leichtes, kostenloses Einstiegsmodell. Ich weiß sehr wohl, wenn ich meine Fotos zum Beispiel bei Wikipedia, was ich regelmäßig mache, zu irgendwelchen Künstlern kostenlos zur Verfügung stelle, dann sind die dort und dann werden die auch dort rauskopiert. Dafür ist Wikipedia da. Aber wenn ich auf meine Webseite gehe, dann ist meine Webseite nicht dafür da, dass man diese Fotos dort wegnimmt. Gerade vor allem immer mit dem Hintergrund, gerade die Leute, die sich auf meiner Webseite bedienen, hätten nichts leichter gehabt, als mir eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, darf ich mich womöglich bedienen. Das ist die Grenzen, wo fange ich an, wo erkläre ich dem 14-Jährigen, dem Zitierten, was richtig und was falsch ist, wird extrem schwer. Also ich bin so groß geworden, dass man mir gesagt hat, du darfst alles das nehmen, was dir gehört. Du darfst auch das nehmen, wo du den gefragt hast, dem es gehört, und sonst darfst du es nicht benutzen. Das war an sich, waren es zwei Regeln, die sehr leicht zu verstehen waren. Wenn ich aber jetzt hingehe und sage, dort darf ich, ja, weil ich eben doch der Teenie bin, und ab dann darf ich womöglich nicht mehr, und hier ist kommerziell und hier ist nicht kommerziell, nehmen wir mal, bleiben wir bei dem ACDC-Fan, der heute mein Foto auf Portal X postet, und morgen damit womöglich seine Schwarzmarkt-Tickets auf Ebay verkauft.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich im letzten Jahr auf der Rammstein-Tour gab es 2100 Personen, die die Rammstein-Tickets mit meinen Fotos bebildert haben und diese auf eBay verkauft haben. Ist das jetzt, das sind ja keine Kriminellen und es sind auch keine, nicht zwingend Leute, die erheblichen Umsatz machen, aber nichtsdestotrotz benutzen sie meine Arbeit, um ihr eigenes Geschäftsmodell damit zu betreiben. Jetzt muss man natürlich aufpassen, da sind natürlich sicher von den 2100 auch genug dabei, die einfach ein Ticket übrig haben und die man nicht damit zwangskriminalisieren sollte. Also aber trotzdem kann man auf der anderen Seite mich auch nicht zwangsenteignen und sagen, das ist der Punkt, das wollen wir nicht, das haben wir auch gar nicht vor. Auch in keiner Weise, also auch mit unserer Mobilierung soll das ganz normal sein, wie es bisher ist. Wenn jemand ihr Foto benutzen möchte, oder also wie auch immer nutzen, also, die muss ja auf jeden Fall vorher fragen und anfragen. Unser Punkt ist ja eigentlich nur der, dass. Ich mache es ganz einfach. Unser Punkt ist halt einfach nur der, dass Leute, die halt für als Privatperson für ein Werk bezahlt haben, das gekauft haben, dass das dann damit erstmal alles nicht kommerzielle machen dürfen und das nicht. Aber ungefähr jemand von Ihnen jetzt ein Foto nimmt oder das einfach weiterverbreitet oder irgendwas damit machen oder irgendwas, das wird auch mit uns nicht möglich sein. Die Frage ist dann nur, wie man dagegen vorgehen kann, gegebenenfalls, oder was für eigene Möglichkeiten es gibt. Das ist natürlich, man sollte natürlich nicht hergehen und dann abdrücken, also, sagen wir mal, was da für 14-jährige Jugendliche abmachen. Das ist natürlich scheiße. Ja, aber wenn er geklappt hat, wie soll er es verstehen? Das ist also einfach von ihm, einmal davon, dass ich diese Krautzone. So eine große Gebrauchszone gibt es eigentlich nicht, weil hast du dafür bezahlt, darfst du es nutzen, hast du nicht dafür bezahlt, darfst du es nicht nutzen, oder musst du vorher fragen. Eigentlich ist das Konzept relativ einfach. Wenn es trotzdem nicht tut, steht es drin, aber für die Rechte nicht durchgesetzt werden. Und wenn er es trotzdem tut? Naja, das kommt auf die Verhältnismäßigkeit an, das ist doch bei Ladendieben genau dasselbe. Also auch da gibt es immer dieses Thema Verhältnismäßigkeit, wenn ich jemanden des Ladendiebstahls verdächtige, darf ich deswegen auch keine Hausdurchsuchung bei ihm durchführen, weil es unverhältnismäßig ist und dagegen wehren wir uns doch nicht. Das ist die Sache, aber Aufklärung ist an der Stelle wesentlich wichtiger. Ich bin mir einverstanden, dass ich sage, jemand, egal unabhängig des Alters, der mein Foto unberechtigt nimmt und für welchen Zweck auch immer, ohne mich gefragt zu haben, benutzt, den gehe ich an und sage, und dafür zahlst du jetzt bitte einen 20er an die karitative Vereinbarung Fotografie statt Gewalt an Schulen? Ein 20er wäre ja okay, aber 20er wäre ja die coole Deckelung. Also darüber diskutieren wir permanent. Dann kommt nochmal zurück. Auf alle Fälle. Jetzt kommt das nächste. Ich kann es ja ganz kurz im Einsatz nur beantworten. Also der einzige Unterschied, wenn wir jetzt sowas machen, Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, haben Sie ja im Prinzip zu sagen, ey, ich meine den ab. Punkt. So, und der einzige Unterschied, den wir hier machen, ist im Prinzip, dass wir das davor lagern wollen, vom Ding, dass das gerade eben ein Jugendlicher sowas einfach macht, einfach der bloße Hinweis darauf reichen, weil das zu bereiten. Das ist ein Schweinejob für Sie. Das weiß ich. Ich weiß auch nicht, dass es perfekt ist. Es geht erstmal nur um die, weil es auch ein gewisser moralischer Anspruch, der da drin sein soll. Und eben, wenn jemand kaum glaubt, sollte man nicht direkt in den Gas gehen. Das wäre so ein Verhältnis. Also, da sollte man auch einfach also den Schockfinger und sagen, damit steckt er uns wieder alle gleich in den bösen Verwertersack, wo er sagt, draußen, dass er nicht immer von diesen Urteilen höre und von diesen Hunderttausender Klagen. Es mag sicher solche Fälle geben, aber ich kenne von meinen Fotografenkollegen, ich bin ein guter Netzwerker, ich kenne niemanden, der jemals einen Minderjährigen angegangen ist, und ich kann dir sagen, es gibt Puzzle mit meinen Fotos, wenn ich den Leuten Mails schreibe, kriege ich ja doch rotzige Antworten von denen. Und da ist dann wieder Dialog zu Ende. Wir sind jetzt in einem Bereich drin, wo es wirklich auch konkrete und Punkte gibt, wo wir auch hinwollen. Wie weit Verhältnismäßigkeit von Sanktionen gegen was getan wird, stattfindet. Deswegen würde ich jetzt bitten, der Reinhard, der Jörg Bunte, dann die Frau Reuss, dann kommt die Julia und dann kommt der Thomas. Also ich glaube, wir haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt berührt, nämlich das, wie es aktuell ist. Völlig d'accord, es werden jetzt nicht millionenfach Leute abgemahnt, das ist immer noch die Ausnahme und die Rechtsverfolgung stellt sich sperrig dar. Und jetzt ist die Frage, warum wir am Samstag demonstrieren, sind wir was völlig anderes. Wir machen ja Politik nicht rückwirkend, um irgendwas auszubessern, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, sondern um etwas zum Beispiel positiv zu beeinflussen, was aus unserer Sicht uns jetzt bedroht. Und das ist die Reform
sozusagen der Durchsetzung von Urheberrecht, zum Beispiel mit Vertragswerken wie ACTA, die tatsächlich dann eine Sanktionsmacht an Privatfirmen in die Hand geben oder eben eine Möglichkeit, die Leute zu durchleuchten und sowas wie digitale Hausdurchsuchungen durchzuführen, die wir nicht dulden können. Und deswegen, das sind unterschiedliche Themen. Auf der einen Seite ganz klar das Thema, ja, es ist momentan nicht das akute Problem, massenweise, dass Leute, vor allem Minderjährige, abgemahnt werden. Und wobei, ich bin auch schon abgemahnt worden, unrechtmäßig, also das passiert schon häufig, ich bin minderjährig, aber trotzdem, 2000 Euro war der Streitwert schon. Aber das Entscheidende ist doch, was jetzt gerade in der Pipeline ist, in der politischen. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir da also schon relativ laut werden müssen, dass das nicht so durchgesetzt wird. Aber dann würden wir auch eine Stiftung freie Kunst. Ja, zum Beispiel das Leistungsschutzrecht. In der Pipeline, natürlich. Das war nicht in der Frankreich ist doch schon Realität. Ja, und ist da schon mal einer abgeschaltet? Was aber belegt ist in Frankreich, ist die Tatsache, dass seitdem Hadopi eingeführt wurde, weniger kulturelle Güter konsumiert werden, weil der Konsument in eine Verweigerungshaltung gegangen ist. Und einer der ersten Schritte, die die neue Regierung von Hollande plant, ist, dieses Verfahren endlich auszusetzen. Nächster Punkt. Ich war ja jetzt auch mal dran. Ja, hatten Sie auf dem Chat. Entschuldigung, ja, dann zieh mal vor, dann der Thomas, dann die Julia. Also erstmal finde ich, dass der Kollege hier von den Fotos ganz richtig eben gesagt hat, was der wesentliche Punkt des Urheberrechts ist, nämlich das Persönlichkeitsrecht. Und ihr behauptet immer, ihr wollt das Urheberrecht nicht abschaffen, ihr wollt aber ganz wesentliche Teile davon dem Urheber wegnehmen, nämlich das Recht, frei zu entscheiden, wann, wie und wo er sein Werk veröffentlicht. Das steht aber so, also ihr sagt, das ist ja eben das Perfide, ihr sagt das nicht, aber wenn man sich dann anguckt, was ihr für Vorschläge macht, dann ist das die logische Konsequenz davon. Zitieren Sie das doch. Aus welchen Vorschlägen? Ja, zum Beispiel, wenn Sie wollen, dass File-Sharing legalisiert wird, und ich aber gar nicht möchte, steht hier, dass direkt nicht kommerzielle File-Sharing und die Weitergabe von Werken sind entkriminalisiert. Das steht nicht da drin, das ist nicht unser Programmtext, den Sie da zitieren. Ja, dann zitieren Sie ihn doch mal. Da steht drin, dass das... Er hat ihn geschrieben. Das Problem an der Tatsache ist immer, es ändert sich auch, wenn man sagen würde, hey, Fallschirm ist komplett. Sind wir schon wieder da? Das Problem an der Tatsache ist halt, wenn man komplett sagen würde, hey, Fallschirm ist komplett legal, dann kann man auch keinen mehr Vorwurf draus machen, wenn das der Gesetzesthema jetzt ist natürlich der, dass verboten ist. Wir werden, also machen wir es ganz anders, bei uns steht auch drin, also jemand, der ein Werk erwirbt, rechtmäßig, der darf es auch privat kopieren, zu allen Zwecken, auch aus illegalen Quellen und so weiter. Und wer berechtigt ist, ist wie aus illegalen Quellen? Nein, wenn ich ein Buch bin, ich ein Buch habe, meinetwegen, oder ein Musikalbum, CD, was auch immer, und wenn ich mir davon eine Privatkopie mache, ist es egal, wie ich mir die anschaffe oder woher ich mir die besorge. Ja, aber so schreiben wir das. Das ist ja nicht so. Das ist jetzt einfach nur beschreiben. Wenn ich mir eine CD besorge, kann ich die so oft kopieren, wie ich will. Wir haben jetzt schon eine Beratung, die es gibt. Die sagt aus, wenn man eine CD kaufen kann, dann darf man die kopieren und darf dann 5-6 Freunde bei der Schule. Illegal besorgt. DRM-E-Book, das DRM sagt, dass dieses E-Book nur auf mein Kindle läuft, bla bla. Und in dem Piratenprogramm steht drin, dass auch wenn es jetzt geschützt ist, der Käufer sich davon Kopien machen darf, auch wenn eigentlich etwas das verhindert. Das darum geht es. Die Quelle dieser Kopie ist halt egal, weil derjenige, der es gekauft hat, legal, der hat es halt legal, dann ist es auch egal, wie das ist, eine Kopie anfertigt davon. So, und derjenige, der ermächtigt ist, diese Kopie anzufertigen, sprich, er darf sie halt für sich legal kopieren, darf sie auch im Direktaustausch weitergehen. Das heißt aber Umkehrschluss nicht, dass wir eben komplett freistellen, sondern dass der Tenor des Gesetzes nach wie vor ist, wir gehen von einem legalen Kopierverhalten aus. Das möchte ich nur ganz klar klarstellen. Ich wollte jetzt den Stecker aus der Ecke zum Lasten. Ich wollte den Stecker legen, dass jemand legal ist. Hallo, Matthias, ich habe keine. Ich
wirklich, ja. Ja, aber das ist ja schon ganz spannend. Das ist ja ein Hallo, erklär uns doch. Ja, ja. Also, darf ich dann später anschließen? Also, erstmal das mit dem Urheberpersönlichkeit selbst. Wir sehen dieses schöne C auf. Das ist, wenn man sich jetzt, wir sind zum Beispiel stark bei den Creative Commons. Das heißt, was Sie gerade beschrieben haben, dass es mir und auch schon im Umfeld oft passiert, dass Zeitungen und so weiter Bilder von uns genutzt haben, die unter CC stehen, die sie auch nutzen dürfen, wo sie aber keine Nennung machen. Das heißt, es gibt ein schönes Beispiel, Christoph Käse hat einen Artikel über mich geschrieben und hat ein Foto von einem Freund von mir genommen, das er benutzen durfte. Er durfte es benutzen. Und ich habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass er doch bitte die entsprechende Lizenz nennen soll, nämlich die Creative Commons Lizenz, und dann auch bitte den Namen nennen soll. Und er hat sich erstmal geweigert und hat mir erstmal Vorwürfe gemacht, dass das ja total bigott sei. Und ich habe gesagt, nein, der Unterschied ist, man muss ganz klar unterscheiden. Also ich möchte mich gerne mal ein bisschen, weil das hat wirklich Entschuldigung. Doch. Aber jetzt doch, ein doch, exakt, genau, das, exakt das, der entscheidet es selber. Nein, aber die Leute, die das nicht unter CC setzen. Nein, das Urheberpersönlichkeitsrecht wird. Die Idee von Creative Commons ist, das Urheberpersönlichkeitsrecht zu stärken, zu sagen, ich kann mit dieser Lizenz sagen, wie es verteilt wird, ich kann etc. Das ist also eine Lizenz, die für die Digitalität geschaffen wurde, die gerade bei Texten und auch bei. Ganz gut, ganz. Was steht so im Gesetz? Wir brauchen es nicht zu diskutieren. Es ist so leicht. Ja. Sie haben 100% recht. Aber Sie wollen aber nicht aber einfach auch diskutieren. Nein, das aber ist doch so. Ist zur vollsten Zufriedenheit gesetzlich geregelt. Darf ich das? Was auch? Es ja, ist geregelt. Ich möchte aber die Piratenposition jetzt mal gerade. Sie haben doch recht. Aber Sie haben doch recht. Sie sagen, jemand benutzt ein Bild, dem Sie das Recht gegeben haben, doch, dem Sie die Nutzung genehmigt haben, ohne den Ihnen gesetzlich zustehenden Urhebernachweis. Wenn das jetzt Springer, wer auch immer das sein wird, dem schickt man eine Rechnung. Und dann wird er sie bezahlen oder man schickt ihm die Kreditreform auf Verhalten. So, also jetzt würde ich einen schön. Kurzen Stopp ja, das ist doch gar nicht der Knall. Also ich wollte doch nur kurz zeigen, dass wir Piraten uns sehr stark für eben Creative Commons einsetzen, wo das Urheberpersönlichkeitsrecht, wo der Urheber die Möglichkeit hat, in dem Boost der Digitalität klar zu benennen, wie mit seinem Werk umgegangen werden soll. So, ich möchte nicht, man kann auch Creative Commons sagen, dass es nicht kommerziell genutzt werden darf, dass es nicht verändert werden darf und es dann kann man verkaufen unter dieser Lizenz. Das ist alles kein Problem. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Meine Güte. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Thema geistiges Eigentum, Thema Diebstahl. Wir sprechen hier nicht von, also soweit ich den BGB, das ist das 242 verstehe, ist immaterial, wird immaterialgüter nicht, also ist ein Diebstahl mit einer Entwendung oder wie war das mit einer haben wir das aufgeschrieben. Gewahrsamsbruch. Ah, Gewahrsamsbruch, genau. So. Und das ist ja bei der Emmanuel, also egal. So, also das ist Punkt 1, das ist Punkt 2. Die Idee, dass das Diebstahl ist, etwas, was eine unendliche Ressource ist, finde ich komplett fehl in diesem Dialog. Und das führt auch dazu, dass es so emotional geführt wird. Was ist doch, die unendliche Ressource? Ganz kurz, es geht ja nicht um Lizenzrechte. Es geht um was ist die unendliche Ressource? Ein E-Book, dass das beliebig auch kopiert werden kann, ohne abzunutzen. Also die Idee, im Prinzip, okay. Reden wir nochmal abstrakt davon, die Idee Text. Oder Text ist genau. Im Prinzip unendlich reproduzierbar. Und diese Idee von Eigentum und Diebstahl kommt ja auch aus dem Bereich endlicher Ressourcen. So. Und in dem Moment, wo wir aber von Diebstahl sprechen oder von Raub, deswegen sagen wir im Kontext oftmals Raubmordskopie, um das so ein bisschen zu karikieren, weil hier im Prinzip ein Lizenzproblem und ein Verfügungsproblem, da stimme ich zu. Ja, wie gesagt, wir haben Piraten, die da schon abgemahnt haben, weil die gesagt haben, hier kann man die Fotos umsonst nutzen, aber ich möchte bitte, dass ihr euch da mal eine Lizenz haltet. Wikimedia zum Beispiel, versucht da auch gerade Prozesse zu führen, dass eben diese Creative Commons Lizenzen akzeptiert werden. Also da ist ein Kulturwandel, da bin ich absolut dabei. Ja, also der Punkt ist, dass wir in dem Moment, wo wir von geistigem Eigentum sprechen, wo wir davon sprechen, dass ein Kopie ein Diebstahl ist, verwässern wir auch Rechtsstandards in meinen Augen und setzen, wir können ja nur mal zwei reden, wir können ja so, also ich persönlich, dann werde ich vielleicht jetzt ein bisschen Hate-Mail bekommen, aber dieses Schwarzfahrermodell finde ich gar nicht verkehrt, zu sagen, du hast jetzt das kopiert, dann wenn du unter 18 bist, musst du das erstmal, ne? Aber wenn du über 18 bist, musst du ein Fuffi oder was, 20, ist mir egal, ja? Da kann man drüber sprechen.
Aber wir reden ja hier an der Stelle, dass eine Kopie gleichgesetzt wird mit einer Straftat bestanden. Das wird immer wieder, und das ist auch in dem Briefing-Text, der rumgeschickt wurde, gesagt worden, dass es strafrechtlich nicht verfolgt wird. Und ich habe ein Problem damit, wenn wir anfangen, eine Kopie und den Umgang mit Ideen und Kopien im Strafrecht anzusiedeln. Das sind Lizenzprobleme und das sind Umgangsprobleme und das sind Mentalitätsprobleme. Da stimme ich 100% zu. Es ist für mich auch schwierig. Ich war mit 8 das erste Mal im Internet. Ja, für mich ist das Internet, klack, 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 kriege ich alles umsonst. Ja, ich habe mich gefragt, wie lange das noch geht, weil die Leute nicht ausrasten. Schon vor 10 Jahren habe ich mich das gefragt. Aber gut. Also ich glaube, wir müssen das, ich möchte das einfach trennen. Ich möchte das bitte trennen. Das ist tatsächlich ein Nutzungs- und Lizenzproblem auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein schwerer Straftatbestand. Deswegen wehre ich mich auch ganz massiv gegen den Gebrauch Kopie. Also, was ist schon total. Bruno, nimm dein Typ. Okay. Du warst ja vorher schon dran, aber sie würden gerne gleich direkt da drauf. Thomas Blöd, ich bin ewig. Für mich ist total wichtig, dass wir dieses Missverständnis zwischen dem Herrn Neumann und der Frau Reuß genau aufklären, weil das scheint mir nämlich total wichtig zu sein. Geht es um Kopieren von etwas, was ich zuvor legal erworben habe, oder geht es um das illegal durch Kopie erwerben? Das scheint mir nämlich der Unterschied zu sein. Und das ist ja, da möchte ich jetzt auch gerne mal wissen, heißt, sprecht ihr davon, wenn ich etwas legal erworben habe, darf ich dann davon eine Privatkopie anfertigen und an meine Freunde verteilen? Oder geht es darum, darf ich anstatt es nicht legal zu erwerben, eine in erster Instanz sozusagen illegale Kopie als Grunderwerb, Ersterwerb, wie auch immer? Das wird jetzt schon ganz zentral. Also die Sache ist die, weil wir von der positiven Wirkung, die wir es jetzt haben, von File-Sharing überzeugt sind, werden wir das zwar nicht. File-Sharing heißt dann, dass der direkte Austausch im wir jetzt. Nein, also in dem Fall, das ist immer schwierig, von welcher Seite man das anfängt. Also, wie gesagt, unser Gesetzestenor, den wir beschließen, unser Programm, dessen Tenor wir halt beschlossen haben, setzt weiterhin den Akzent darauf, dass die Werke legal erworben werden. Und wir sagen halt auch, wer es erworben hat, darf die Privatkopie machen und darf es auch direkt in Peer-to-Peer-Netzwerken weitergeben. Wir gehen aber jedenfalls von dem legalen Erwerb der Sachen aus. Wir sagen halt erstmal nicht, trotzdem komplett klar, dass falsche erstmal soweit erlaubt ist. Wir wissen, also wir in Anführungszeichen wissen, das können wir gleich mal aufdröseln, der positiven Wirkung von File-Sharing bei unserer. Ganz wichtig ist, dass wir dazu sagen, weil das ist immer das große Missverständnis. Wir meinen nicht File-Hosting im Sinne von Mega-Upload, Kino.do, alle sind überhaupt null. Moment, halt die kurzen Begriffe. Haben alle durch. Kurze Begriffserklärung: Wir wollen nicht legalisieren kommerzielles File-Hosting. Das finden wir vollkommen falsch. Wir sind dafür zu legalisieren, das File-Sharing, weil wir im File-Sharing nicht kommerziell eine gemeinfördernde Basis sind, die letztendlich dazu führt, dass Werke auch mehr verkauft werden. Und zwei bei File-Sharing. Wir sehen auch, dass die Privatkopie in einer Internetgesellschaft, die global vernetzt ist, auch eine neue Anzahl von Freunden erlauben muss in der Pro-Privatkopie. Und als drittes, wir sind davon überzeugt, dass würde man File-Sharing verfolgen wollen, man in eine Unverhältnismäßigkeit von Rechtsdurchsetzung gegenüber Freiheitsrechten sehe. Das sind die drei Kernaussagen dazu. Darüber können wir jetzt gerne noch diskutieren. Ich würde aber ganz kurz, wenn wir nicht auf die Uhr gucken, machen wir durchatmen. Wir haben nur noch circa eine Stunde Zeit, deswegen wäre es schön, dass wir einmal noch stärker auf den Bereich Journalismus zu sprechen kommen, der uns betrifft. Aber wir haben um 5 Uhr wird eine Pressekonferenz gemacht, insofern wir haben eine Stunde. Dass wir einmal noch auf den journalistischen Bereich kommen, auch über Leistungsschutzrechte sprechen und dann auch noch die Schutzfristen, weil das ist ja auch ein ganz häufig diskutierter Punkt, dass die Piratenpartei fordert, dass die Schutzfristen von 70 Jahren verkürzt werden. Und das ist ein ganz weites Thema und ich denke, da gibt es auch noch ganz, ganz viele Punkte dazu. Deshalb. Ich habe einen Schutz verstanden, aber ich kann mit 350 einverstanden sein.
bleiben. Das ist auch in Ordnung. Also dann sagst du, das ist ja noch was anderes. Also ob ich von einer, auch selbst wenn ich von einer gekauften, von einem gekauften Werk, einem digitalen Werk, das eine Tauschbörse stelle, dann wird das selbstverständlich dort millionenfach up und down gelohnt. Und selbstverständlich kann man das nicht hinnehmen als Urheber, dass all diese Dinge, ich könnte gerne eine Plattform bauen, ganz privat. Für alle meine Freunde. Ich kann auch das Ding nehmen und über Facebook an meine 1500 Freunde. Ist das dann legal? Wie unterscheidet ihr dann privat und kommerziell, wenn das jetzt kommerziell ist? Der Punkt ist aber nicht das eigentliche Problem. Da, wo neue Angebote geschaffen werden, stellt man auch fest, dass ein Wachstum zu verzeichnen ist. Das eigentliche Problem ist nicht das Falsche, sondern das eigentliche Problem ist, dass es zu wenig kommerzielle Angebote gibt. Also nur weil sie das jetzt immer so wiederholen, wenn das noch nicht. Kann ich an der Stelle vielleicht auch, ich habe mich schon seit geraumer Zeit gemeldet, ich hätte zu einigen sagen wollen, so Folgendes. Wenn bei mir ein Student eine Klausur schreiben würde und würde Filesharing als Diebstahl bezeichnen, dann würde er eine 6 kriegen. Völlig einig. Das sind Metaphern. Wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz am Wickel. Bei Rufmord stirbt kein Mensch. Trotzdem brauchen wir alle das Wort seit Jahrzehnten, ohne drüber nachzudenken. Robcopy ist vielleicht keine besonders schöne Metapher, ist vielleicht eine Kampfmetapher. Ich lehne mir das jetzt aus Piratenfreundlichkeit ab so langsam. Ich versuche es zumindest. Ne? Auch wenn ich immer denke, ist irgendwie auch ein bisschen Orwellscher Neusprech, aber gut. Geschenkt. Klar, hier passiert eine ganz andere Sache. Tatsächlich, es wird nicht etwas geklaut, sondern es wird etwas geklont. Ne? Es wird quasi eine perfekte Kopie hergestellt. Ne? Und früher in der analogen Welt war das nicht so bedrohlich, weil da war es mit Vinylen, Kassetten, die man von Stücken aufgenommen hat, die hatten nicht die Qualität. Später hätte man durchkopieren müssen, habe ich im Studium selber noch gemacht, das ist ein Riesenaufwand. Heute geht das alles viel leichter. Das ist die eigentliche Bedrohung. Ne? Und genau da sind wir. Viele Urheber glauben, dass es eine reale Bedrohung ist, weil sie Angst haben. Nicht, dass ihr Urheber Persönlichkeitsrecht glaubt. Darüber machen sie eigentlich tatsächlich, vielleicht ist es bei den Fotografen anders, die wenigsten Urheber sorgen um ihr Urheber Persönlichkeitsrecht. Ich glaube nicht, dass irgendwann meine Bücher mit einem anderen Namen drauf erscheinen. Es geht um das, es geht um das Verwertungsrecht, von dem wir Angst haben, dass es komplett ausgehöhlt werden könnte. Denn wenn ich jemand eine unbegrenzte Anzahl von Privatkopien erlaube, dann ist es zumindest theoretisch denkbar, dass ich mal nicht ein einziges Mal mehr verkaufe. Jetzt kann ich wieder aufschreien und sagen, das ist Unsinn, das hat eine Werbewirkung, das macht keiner, das wird so nicht passieren. Diesen Punkt hattest du, aber nur um ein bisschen Zeitmanagement zu betreiben, diesen Punkt hattest du genau vorher auch schon mal. Ja, richtig, nur ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass wir es nicht wissen können. Und ich meine, Privatkopien, da sind wir uns ja alle einig, sind auch nach heutigem Recht erlaubt. Und da gab es irgendwie eine BGH-Entscheidung im Jahre 1978, die haben mal irgendwie so über den Daumen gepeilt, es können 7 sein, warum sind 7? Wahrscheinlich, weil man gedacht hat, das ist so das normale soziale Umfeld, in dem sich ja, Freunde, so viel mehr. Möchte man nicht, ob jetzt die 7 der goldene Schnitt ist oder nicht, weiß ich nicht, vielleicht müssen es mehr sein, vielleicht müssen es weniger sein, aber unendlich viele, theoretisch, das macht Angst. Unendlich viele sind es natürlich nicht. Und jetzt nochmal ganz kurz. Sofort. Dialog, da wollen wir ja auch noch wissen, was. Natürlich, klar. Ich würde jetzt, können wir gleich machen, gerne die Chance jetzt eröffnen, jemand kam neu dazu in die Runde, dass er sich zuerst mal vorstellt und dann auch sein Thema platzieren kann. Herzlichen Dank. Weil Sie bei der Vorstellung. Ja, sorry, oder Zimmermann, wenn ich das spät, aber wir hatten eine. Eine andere Debatte hat nicht mit Urheberrecht zu tun, sondern mit Steuerrecht, weil mit der bildenden Kunst der ermäßigte Mehrwertsteuer das gestrichen wurde und oder ab dem 1.1. des nächsten Jahres gestrichen wird. Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Das ist die Frage, welche Kompensationen denn dort denkbar sind, weil sonst auch viele Künstler wie auch Galerien erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Was ich ganz spannend finde bei den Kunden, was ich nur hier eben gehört habe, ist, dass ja alles immer sehr für mich verwirrend, aufwendig, umständlich und sehr juristisch debattiert wird, wobei ich immer versuche, es als Nicht-Jurist vielleicht auch ganz einfach zu verstehen. Das Spannendste hat Tina Stamm eben gesagt, für mich, weil sie ja gesagt hat, also Diebstahl beginnt da letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, wo ich jemandem eine richtige Sache letztendlich wegnehme. Und weil es möglicherweise auch sowohl im bürgerlichen Gesetzbuch oder im Strafgesetz drinsteht. Jetzt komme ich auch aus der Kultur, das interessiert mich erstmal gar nicht, was dort steht, sondern da gehe ich viel weiter zurück und frage, wo haben wir denn als Gesellschaft uns
letztendlich verboten, jemand anders etwas wegzunehmen. Das beginnt ja viel weiter früher, da kann ich vielleicht bis zu den 10 Geboten gehen. Da steht nämlich nicht drin, du sollst keine Sachen stehlen, sondern da steht nur drin, du sollst nicht stehlen. Also das heißt, also du sollst nicht irgendjemand was wegnehmen, was ihm gehört. Und ich glaube, darum, so einfach geht es ja. Also um die Frage, wer darf was unter welchen Bedingungen nutzen, darf daraus zum Beispiel auch kommerziellen Nutzen ziehen, vielleicht will auch gar keinen kommerziellen Nutzen ziehen. Der entscheidendste Punkt ist, derjenige, der als Urheber ein Werk geschaffen hat, kann das selber entscheiden. Und zwar ganz alleine, ganz aufgehoben, und keiner kann es ihm einfach wegnehmen. Und wir haben natürlich bestimmte enge Grenzen, ja, die sogenannten Schranken, wo wir erlauben, bestimmte Sachen wegzunehmen. Aber das muss immer etwas wirklich sehr Intensives ein Nutzen für die gesamte Gesellschaft sein. Und nicht den Nutzen für kleine Gruppen oder für Einzelne. Es muss dann entweder für Bildung, für Schule oder was auch immer. Da kann ich dann also solche Grenzen einziehen. Und ich finde einfach, wenn wir uns auch erstmal auf diese Sachen einigen könnten, also auf diese Sachen zum Beispiel, wir nehmen jemanden, der das nicht möchte, einfach echt etwas nicht weg. Dann können wir nämlich viel einfacher über andere Sachen sprechen, nämlich über die Schranke. Na, zum Beispiel die Privatkopie ist eine Schranke. Ja, da haben wir gesagt, okay, man kann unter bestimmten Umständen etwas nutzen. Und ich finde es eine spannende Debatte, die zu führen, ob sich unser gesellschaftliches Umfeld verändert hat und ob das, was wir machen, das steht ja auch nirgendwo im Gesetz drin, also da steht ja auch nirgendwo 7 drin, sondern man hat einfach so gesagt, 7, das wäre so, dass man darüber dann reden kann. Das würde ich spannend finden. Das Problem, dass diese Gespräche aber im Moment so schwierig sind, sind, weil diese Grundlagen immer wieder neu in Frage gestellt werden. Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, das ist der Grund, warum ich eigentlich hier bin und sagen, ich würde gerne sehr intensiv darüber diskutieren, gerne auch streiten, was auch immer ist, dass man sich auf ein paar Grundlagen einigen kann, damit man darüber hinaus dann wirklich über diese Sachen, über die man dann auch reden kann und wo man möglicherweise auch Veränderungen notwendigerweise unterbringen muss, dass man dann darüber dann aber redet, sobald man die Grundlagen. Ich denke, das war jetzt ein kolossal sehr, sehr, sehr wichtiger Beitrag zu sagen. Wir müssen mal über den Begriff der Schranke definieren. Unter welchen Bedingungen ist es denn, macht es denn Sinn, dass wir zum Beispiel die ganze Gesellschaft teilhaben lassen? Ist das ein Wert für uns? Das ist eine ganz zentrale Frage, die auch ganz viel eigentlich in der Idee unserer Reform des Urheberrechts des Piraten drinsteckt. Ich würde gerne den Jörg, der hatte sich gemeldet, dann die Anke, dann du hattest dich schon gemeldet, der Kai und Enno, du hattest dich auch gemeldet, der Reinhard. So, genau, das Thema Allmende oder Nutzen für die Allgemeinheit ist ja eines der zentralen Themen, die in der Diskussion ums Urheberrecht in der Piratenpartei steht, also insbesondere natürlich das Thema Nutzung der Kultur im Bereich Bildung. Das ist, glaube ich, sehr stark in die Karikatur gekommen durch die GEMA-Abgabe für die Kindergärten. Also da sind natürlich, sagen wir mal, so Exzesse passiert, die es uns jetzt auch leicht machen, in dieser Richtung zu argumentieren, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, also da sind wir ja, glaube ich, relativ nah beieinander, denn darum geht es uns auch, hier dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaft eben das Recht hat, an der kulturellen Geschöpfung, die auch gesellschaftlich bedingt ist, teilzuhaben. Und das ist eigentlich so ein bisschen das... Moment, darf ich jetzt mal ausgehen? Das Plädoyer ist eben, wir vermischen sehr stark wirtschaftliche und politische Aspekte. Und zu Recht trennt man das ja normalerweise. Die Wirtschaft und Wirtschaftsunternehmen haben die Aufgabe, Gewinn zu erwirtschaften, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Das ist schon bei Aristoteles, der Oikos, wo eigentlich erstmal keinerlei ethisches Verhalten nötig ist, sondern wichtig ist, dass man überlebt. Und dafür gibt es auf der anderen Seite die Polis, die dafür sorgt, dass die Regeln da sind, dass das, sagen wir mal, in Bahnen läuft, die für alle ein möglichst gutes Leben garantieren. Und ich glaube, das ist die Unterhaltung, die wir in Wirklichkeit führen. Und ich würde mir wünschen, dass wir weniger stark genau das machen, was hier sehr oft passiert ist, Leute zusammenzuwerfen. Wenn ich eben Sätze höre, wie die Urheber haben das verpasst im Bundestag für ein besseres Recht, würde ich sagen, ich habe da nichts verpasst, ich war da überhaupt noch nicht im Wahlalter, glaube ich, als das diskutiert wurde. Das ist genau der Punkt, der mich so stört, nämlich, dass wir Menschen immer wieder zusammenpacken zu Gruppen und dann so tun, als könnten die von Vertretern repräsentiert werden.
Und das ist, glaube ich, also sagen wir mal, das Versprechen, das wir als Piratenpartei machen, ist genau das, diesen Fehler nicht zu machen und durch andere Formen der Partizipation die Menschen direkt zu beteiligen. So. Darf ich kurz was sagen? Wir hatten eigentlich jetzt ja. Aber es ist einfach, die Autoren sind zahlenmäßig hier. Ich bin der Einzige, der das Thema Fotografie repräsentiert. Es geht hier auch, gerade waren wir an dem Menüpunkt Fotografie und ständig weichen wir das Thema völlig auf. Wenn ich also, wird so aber die Scham, die betrifft doch die Fotografie ganz genauso. Das, was der Herr Zimmermann gesagt hat, ist der eigentliche Kern der Frage. Gibt es Gründe, die Schranke auszuweiten, weil wir heute neue Ideen von gesellschaftlicher Nutzung, Teilhabe haben? Und das war jetzt so ein Konsens, worauf wir uns, glaube ich, geeinigt haben, da an diesem Kern der Idee von File-Sharing ein bisschen zu diskutieren. Und deswegen würde ich mich freuen, im Rahmen der Zeit jetzt auch in diesem Bereich zu bleiben und hatte deswegen jetzt auch schon einige Referenten der Reihe nach angesprochen. Und du kannst dich da gerne hinten auch noch einhören. Danke. Ich möchte das Thema mit den 10 Geboten aufgreifen und auch auf die Zeit nach dem Tod. Das hat ja ein bisschen miteinander zu tun. Die 10 Gebote sind ja nicht nur gemixt worden, wie ganz viele in der Kulturgeschichte der Menschen, sind auch tausendmal oder milliardenmal abgeschrieben worden, allen möglichen Sprachen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand an irgendjemanden irgendwas dafür bezahlt hat, aber irgendjemand hat sie zuerst aufgeschrieben. Also für den Gedanken und das Kopieren, denken wir nur an die Klosterschulen, die Bücher alle mühsam per Hand abschrieben, da hat nie einer an irgendeinen irgendwas bezahlt. Und hätten sie damals das nicht machen können, hätten wir eine Bibliothek von Alexandria nicht gehabt, wir hätten eine Verteilung von Wissen in der alten Kulturwelt nicht so gehabt, womit ich nicht sagen will, das soll heute alles frei sein. Ich will aber sagen, dass die Entwicklung der menschlichen Kulturgeschichte sehr stark das Thema Abschreiben, Remixen, Kopieren, ich habe jahrelang Kunst studiert, meine Mutter ist Kunsthistorikerin, immer wieder in der Kulturgeschichte wurden Anleihen in früheren und anderen Kulturgeschichten gemacht, ohne dass man das als Problem in der Form wahrgenommen hat. Jetzt reden wir davon, Rechte nach dem Tod auch von Urhebern zu verkürzen. Die sind ja vor nicht so langer Zeit, von 50 auf 70 Jahren verlängert worden. Das gibt immer wieder Probleme, die nicht im Interesse des eigentlichen Urhebers sind, ganz oft. Bertolt Brecht, Erbenverwalter zum Beispiel, die sind ja öfter in der Kritik. Oder die Marilyn Monroe-Fotos und so weiter. Also da werden manchmal kulturelle Güter aus dem Zugang genommen oder im Zugang eingeschränkt, was nicht im Interesse des eigentlichen Schöpfers sein kann. Ist das ein Massenproblem? Das ist ein häufiges Problem und es gibt auch noch eine interessante Untersuchung einer Universität in den USA, die auf Amazon aktuell untersucht hat, wie viele Bücher aus welchen Jahren werden denn verkauft heute. Und es werden von 1850 mehr Bücher verkauft als von 1950, was völlig irrational erscheint, aber damit zu tun hat, dass auf den einen noch diese uralten Rechte liegen, die anderen aber vor der Einführung des Copyrights gelegen haben. Ein Schreiber eines Buches, auch wenn er längst tot ist, sollte, vermute ich mal, in den meisten Fällen das Interesse daran haben, dass möglichst viele Menschen dieses Ding lesen. Ja, dass seine Witwe versorgt ist, oder? Wir reden ja nicht mehr von Witwenrente. Ein einziger Satz, ich verspreche, es ist nur ein einziger Satz, weil Sie den versprechen, das ist erst gemeint, weil Sie den Brecht erwähnt haben. Wenn die Brecht-Ausgabe gemacht, die es niemals gegeben hätte, Brecht-Ausgabe in 33 Bänden, nicht einen Cent verdient, ein Schweinegeld siebenstellig investiert, wenn es nicht gleichzeitig noch einen geschützten Brecht gäbe, mit dem man an anderer Stelle, das war in diesem Fall mehr Surkamp als wir, aber egal, wenn man da nicht noch mit Geld verdienen könnte, dann würde es eine Pflege dieses Erbes in der notwendigen Art und Weise niemals mehr geben können. Ja, also das gilt nicht nur für Brecht, aber das wären mehr Sätze. Ich will noch einen letzten Aspekt dazu bringen und das ist, vielleicht habe ich da jetzt auch eine besondere Sache, meine Herkunft aus der DDR, da bin ich aufgewachsen, zu vielen Kulturgütern, die es im Osten nicht gab, weil sie politisch nicht gewollt waren oder Musik aus dem Westen oder was auch immer, hätte ich legal keinerlei Zugang gehabt. Ich hatte kein Westgeld, es konnte mir auch keiner schicken. Trotzdem bin ich froh, dass ich auch die 80er-Jahre-Musik und so zu meinem persönlichen Kulturgut gehört. Aber legal war das nicht. Wir haben damals auch Musikkassetten und Rias gehört, die kopiert und geteilt. Und
ich glaube, dass man daher sehr vorsichtig sein muss. Ich wohne auch jetzt auf dem brandenburgischen Ackerland. Da gibt es keine große Bibliothek um die Ecke. Da gibt es nicht mal einen vernünftigen Buchladen. Da gibt es auch keinen Buchladen. Also zu sagen, alle Leute, die Hartz IV haben, kein Geld dafür, die am Arsch der Welt wohnen oder in politisch schwierigen Gegenden, dass die alle einen derart stark eingeschränkten Zugang zu kulturellen Gütern haben sollen, finde ich nicht fair. Deswegen muss man da sehr... Woran liegt das? Woran liegt das? An unserem Grundsatz? Würde mich jetzt sehr wundern. Naja, ich glaube... Warte, Moment, jetzt machen wir mal das Reden nach weiter. Bestimmten privaten Kopien. Also wenn so ein Hartz-IV-Kind sich da irgendwas unterlegt... Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Wir reden von Zugang zu Kultur. Und Geld kann eine Strafe. Keiner redet über die 14-jährigen Einzeltäter. Niemand hier am Tisch möchte den bestrafen. Keiner. Wer will ihn bestrafen? Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach wirklich der Meinung sind? Abmahnprozesse unterscheiden sich. Fürchterlich. Ich will jetzt mal eine Also, der Reinach, Herr Zimmermann, Frau Reuss, dann kommt der Enno. Ich würde gerne, erlaube mit drei Bemerkungen. Also einmal nur die erste, weil ich bin ja ganz schrecklich hier, der quasi da also gegen die Grundphilosophie jedes ordentlichen Privaten steht, weil ich vertrete. Also das heißt, das ist mein Job. Ich bin Vertreter, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates 235 Bundeskulturverbände. Schrecklicher kann es also gar nicht sein. Das ist mein Job. Ja. Und das mache ich gerne und mit Werb. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin auch noch, nur weil Sie gerade von den 10 Geboten gesprochen haben, als Christ sage ich Ihnen nicht, weil selbst Moses hat da ja dann keinerlei Urheberrechte drauf, selbst wenn es damals gegeben hätte, sondern war ja inspiriert. Ja, das heißt, also da ist also ganz schwierig. Also da sage ich Ihnen, das katholische Verfahren ist das nicht. Ja, ich glaube, das ist Protestant, ja, und das sogar noch ein reformierter Protestant, also schlimmer kann es dann gar nicht werden. So, jetzt stimme ich aber ganz viel zu, was Sie gesagt haben, auch ich glaube, dass wir, egal was worüber wir hier immer reden, wir darüber reden müssen, wie Kultur so weit verbreitet wird, wie irgend möglich. Und das ist der entscheidende Punkt, und der ist für mich auch viel entscheidender, als wer nachher welche Entlohnung bekommt und so weiter. Da können wir uns sofort treffen. Da müssen wir nur darüber reden, wie die Strukturen genau sind. Sie haben gesagt, 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers, was bedeutet das? Bedeutet das nicht eine Einschränkung für die freie Verfügung? Ich sage, einmal bedeutet das nicht, weil wir nämlich in einem kapitalistischen Land leben, ja, wo also bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise verteilt werden. 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers ist eine enorme Einschränkung für Urheber, weil wenn sie nämlich keine Kunst produziert hätten, sondern sich Häuser gekauft hätten oder ähnliches, hätten sie die an ihre Kinder und Kindeskinder bis zum Ende aller Tage weiter vererben können, und niemand würde ihnen das je und nimmer streitig machen, sondern in unserem kapitalistischen Land ist Eigentum eben etwas, was ich weitergeben kann. Und wir haben eine Schranke eingebaut und haben gesagt, beim Urheberrecht, also beim geistigen Eigentum, 70 Jahre nach dem Tod ist Schluss. Und ich bin auch absolut dafür, dass das erhalten bleibt, weil ich nämlich, früher habe ich als Journalist gearbeitet, fand ich das ganz spannend. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in den großen Rundfunkanstalten, die endlich 70 Jahre Todlisten. Ja, das heißt, die endlich 70 Jahre Todlisten, da werden nämlich dann endlich kommerziell genutzt die Werke der Leute, wo ich jetzt eben keine Gebühr mehr bezahlen kann, und damit wird der Geschäft gemacht. Also ob ich das im Sender ausstrahle oder ob ich daraus dann ein Bildband mache oder was auch immer. Es ist ja nicht so, als würde dann 70 Jahre nach dem Tod des Autors auf einmal nur die guten Menschen kommen und würden sagen, komm, könnt ihr das mal so ein bisschen nutzen und ich möchte das frei in der Welt verteilen, sondern wir leben in einem bestimmten System, wo es eine bestimmte Art und Weise der Grundverteilung von Besitz gibt und auch der Möglichkeit, wie ich mich dann wieder neuen Besitz aneignen. Vieles davon habe ich riesige Bauchschmerzen, finde ich auch gar nicht toll, würden wir uns sogar vielleicht treffen, aber das ist zumindest erstmal die Tatsache. Alleine, dass ich sage, ich verkürze die Schutzfrist, die Künstler jetzt haben, 70 Jahre nach dem Tod oder bei dem Leistungsschutzrecht von 50 Jahren nach der Aufführung, würde an dem überhaupt nichts ändern. Das heißt, sie nehmen nur
den Künstlern und ihren Nachkommen zugegebenermaßen, die haben nicht mehr das Werk selber geschaffen, aber die haben, finde ich, auch ein Anrecht darauf, etwas von ihren Vorfahren, von ihrem Vater, von ihrer Mutter zum Beispiel, quasi mit übernehmen zu können, wie sie das auch hätten, wenn sie eine andere Form von Besitz übereignet bekommen hätten. Und sie schaffen dadurch nicht ein Stückchen mehr Kultur. Wenn wir anfangen würden, das würde ich spannend finden, darüber zu reden, wie schaffen wir es, dass Kultur weiter verbreitet wird, dass es auch an Gruppen herangebracht wird, die das bisher noch nicht haben, und trotzdem wir es schaffen würden, dass die Künstler eine angemessene Vergütung dafür bekommen können, damit sie überhaupt in der Lage sind, die Kunst zu produzieren. Das würde ich spannend finden. Aber immer an diesen kleinen Sachen andere sagen, lass das doch wegfallen, damit machen sie nur andere reich. Nicht wegfallen, reduzieren. Ja, aber warum? Was bringt das? 70er-Jahre-Listen. Warum gibt es eine Auflage, wenn dieses Copyright wegfällt? Das ist doch dann mehr Zugangsmöglichkeiten zu dieser Kultur. Nur andere haben Möglichkeiten, das Geld zu bezahlen. Ich glaube, wir haben hier einen schönen Punkt auf die Agenda gesetzt. Das ist nämlich so eine Geschichte, auch ein kleines Stückchen Kapitalismuskritik an dem System, was immer Monetarismus vor der Idee. Kunst hat eine gemeinfördernde, ganz wichtige Komponente. Das ist ein Aspekt, der da mitschwingt. Und den, finde ich, muss man auch unbedingt diskutieren. Wir hatten jetzt der Reinhard Kaiber, du bist der Enno wollte was, auch mich. Gut, der war gut, bitte. Ja, also, wir haben heute natürlich ein völlig neues Bewusstsein über Nutzungen in der Zukunft, als die unsere Vorfahren es möglich haben. Demzufolge spricht ja gar nichts dagegen, mit uns zu sprechen. Ich vermisse hier in dieser Diskussion komplett das Suchen nach Lösungsansätzen. Ja, ich kriege werde von vollendete Tatsache gesetzt, ich gehe mit der halsstarrigen Message nach Hause, Piraten sind nicht bereit, auf sich nur einen Millimeter zu bewegen von der Sache, dass meine Fotos bei File-Sharing beliebig verteilt werden dürfen, auch ohne mein Einverständnis. Meine Fotos werden ab dem Moment, wo einer es gekauft hat, zum Allgemeineigentum für alle, ohne dass ich dazu ein Einspruchsrecht habe oder sage, dass man will es eigentlich für durchgängig legal erklären. Damit zerstört man das Schaffen von Kunst, nämlich die Möglichkeit, dass ich überhaupt nach X reise, dort meine Fotos mache, wo ich früher Fotos verkauft habe, auch an Fans, geht heute ein einzelner Fan hin, scannt mein Foto und verteilt es an alle Verbreiterinnen und wird per Piratendatei quasi zum Held erklärt dafür. Das ist eine Nummer, wo ich sage, damit werde ich mich nie einverstanden erklären. Ich bin ja gerne bereit, wenn es heute eine Stiftung freier Kunst geben würde und man sagt, man will sein Werk verbreitet sehen, sodass jeder Urheber, wie er mag, sein Werk dort einbringt. Wenn mir heute einer sagt, ich möchte gerne, dass gewisse Fotos von mir Allgemeineigentum werden, die verbreitet werden können, nach jedem Gusto, Verfeinschenken, wie auch immer, finde ich das super. Jeder, ob jetzt Autor, ob jetzt Journalist oder Fotograf, der was schafft, sollte das Recht haben, an seinem Eigentum zunächst mal bestimmen zu dürfen, was damit passiert. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass ich den Fans, sage ich mal, in meinem kleinen Orbit zu bleiben, dass ich eine gewisse Anzahl meiner Fotos der Gemeinschaft zur Verfügung stelle, per File-Sharing verbreitet werden. Aber ich habe ein Problem damit, dass die Piratenpartei verfügen will, dass alle meine Fotos automatisch per File-Sharing beliebig verteilt werden können. In den Kanten werde ich niemals folgen. Und solange die Piratenpartei nicht versucht, einen aktiven Dialog zu starten und auch zuzuhören, und versucht, Lösungsansätze zu finden, solange werden Leute wie ich da draußen gehen und sagen, das sind keine Gesprächspartner. Ja, ich finde es extrem gut, dass es die Piratenpartei gibt, aber ich kann sie in dem Bereich, wofür sie am stärksten steht, leider nicht für ernst nehmen, weil ich aus diesem Gespräch in keinster Weise einen Ansatz erkennen kann, dass man sagt, lasst uns doch mal den ersten Schritt gehen, indem man sagt, man würde gemeinsam eine Plattform schaffen, wie es mal Wikipedia war,
wo Kunstschaffende ihre Kunst spenden. Ja, das ist ein großartiger Ding. Es gibt im NRW sogar ein Positionspapier dazu, das unter dem Schlagwort virtueller Rundfunk eingereicht wurde. Das habe ich auch mitgeschrieben. Und zwar nämlich genau die Idee einer Wikipedia-artigen Plattform, öffentlich-rechtlich finanziert, als diskriminierungsfreier und netzneutrale Infrastruktur für Kulturschaffende. Aber ich meine, das ist eine Bildungskurs. Ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo ich jetzt gerne mal unsere Ängste vermitteln möchte und gerne mal sagen möchte, wovor wir Angst haben und warum diese Debatte. Uns geht es nämlich genauso, also ich bin ja irgendwie ein Hybrid, aber uns geht es ja genauso wie, wir haben genauso viele Ängste. Und wenn wir jetzt hören, okay, das heißt es, naja, ich will über mein Werk verfügen, dann heißt das, können wir gerne sagen, okay, ich akzeptiere das, ich kann das total nachvollziehen, also ich persönlich nicht, aber ich akzeptiere das. Und das ist über Persönlichkeitsrecht, wie gesagt, ja, das ist uns ja eigentlich auch, liegt es uns ja am Herzen, aber jetzt haben wir das Problem, das haben wir schon angesprochen, in der Durchsetzung. So, wir können, das habe ich ja schon gesagt, also ich für meinen Teil kann dieses Schwarzfahrermodell, damit kann ich mich gut anfreunden, grundsätzlich. Ich halte das für einen gangbaren Punkt, das müsste man halt ausarbeiten, aber ich halte das grundsätzlich für, Entschuldigung, was ich jetzt sage, weiß halt. Das finde ich einen gangbaren Kompromiss. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir als Piraten natürlich, wir sind ein Akteur in dem Diskurs. Und wir haben eine Maximalforderung. Wir werden niemals die Möglichkeit haben, Gesetze komplett allein zu beschließen. Das ist komplett utopisch. Ändert nichts daran. Ja, das geht nicht. Das Das gilt aber für alle Akteure. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt über die Durchsetzung reden, wie wollen Sie das durchsetzen? Und wenn, was dann kommt an Antworten, was ich erlebe, ist geprägt. Ja, okay, dann können wir wohl hin. Aber die technische Umsetzung, da kommen wir nämlich zum Thema ACTA. Hier, ne? Was im Zuge von ACTA besprochen wird, also Sachen wie Free Strikes, dass Leute nach freiem Willen Zugang haben, Sachen wie Überwachung im Netz, weil das Problem ist, in dem Moment, wo ich, also ich möchte, Entschuldigung, ich möchte an der Stelle mal sagen, den File-Sharing zu verbieten, also das Grundkonzept des Internets, basiert auf Kopieren und Datenaustausch. In dem Moment, wo ich File-Sharing, das ist ja schon im Prinzip. Versuch's mal kurz zu fassen. Ich kann es komplett verbieten, aber ich kann es technisch nicht umsetzen bei der momentanen Struktur des Internets. Aber überhaupt bei der Grundfunktion des Internets. Das heißt, in dem Moment, das ist so ein jetzt ist Emulente. Nur ganz kurz, also ein ganz grundsätzlicher Punkt, den ich immer bei diesen Runden sehe, also sei es bei TFI, Börsenverein, Freischreibern, wo ich mal oder sonst was, hier sitzen die Leute, die miteinander reden wollen und es ist immer im Prinzip ein Grau für die Leute, die man hinter den Vertreten sieht. Also ich meine, in alle Richtungen, das trifft ja alle und das wäre ich mal schade, weil ich denke, das hier, wir sind doch die Guten im Prinzip, wir setzen uns an einen Tisch und reden über alles und trotzdem, also ich meine, das eskaliert hier nicht, das wird keiner mit Flaschen, aber es wird manchmal doch noch ein Bilder. Aber ich denke, das finde ich immer schade, weil eigentlich sind wir doch die, die irgendwie was tun sollten. Also klar, wir haben total gegenläufige Ideen, aber wir sind doch die, die miteinander wollen. Und noch ein zweiter ganz kurzer Punkt zum Thema Entgegenkommen, also Position. Muss ich sagen, die Piraten, das, was wir jetzt hier sagen, mag total krass aus unabhängigen Teilen aussehen, wenn man aber sieht, was für Ideen sozusagen vor ein paar Jahren da waren, also wirklich so dicht an, wir schaffen das Urheberrecht ab und machen Anarchie irgendwie auf dem Markt, würde ich sagen, sind die deutschen Piraten auch im Europa-Vergleich unglaublich liberal schon geworden. Also das ist so das, was man, also gut, nicht jeder Fisch hat sich mit unserer Geschichte befasst, aber da würde ich sagen, da ist schon einiges an Annäherung und durch diese Tische wird immer besser, man lernt immer mehr, ich habe viel über Werksintegrität gelernt, wie wichtig das Leute sein kann oder ähnliche Dinge, die mir vorher nicht bewusst waren. Deswegen denke ich, das ist ja ein langer Diskurs, also wenn schon dabei ist, aufeinander zu bewegen, nur dauert es eben von allen Seiten, denke ich auch. Ich würde jetzt gerne der Sabrina, die schon lange gefragt hat, das Wort geben, dann würde ich gerne dem Jörg Blumkritt und dann kommt der Zimmermann. Und dann kommt der Knoss. Also ich möchte gerne nochmal auf die 10 Gebote zurückkommen. Sehr schön, erstens kann man da immer wieder zurückkommen. Und wir haben ja die Urheberrechtsfrage bei den 10 Geboten gestellt und ich möchte das ergänzen durch die Urheberrechtsfrage zum Beispiel an Märchen. Also
es gibt, Kultur hat es ja schon gegeben, bevor es Geld gab. Ja, und das Kulturschaffen ist, glaube ich, eine urmenschliche Sache, die, glaube ich, in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit auf Zirkulation angelegt ist, eigentlich. Also auf Weitergeben, es hat keine feste Kultur. Jetzt hat es aber ja ungefähr 200 Jahre gegeben, in denen also auch das Urheberrecht entstanden ist, wo man als Hilfskonstrukt das Kulturwerk auf seine materielle Form reduziert hat, einfach um es zu handeln, sozusagen derjenige, der die Zeichen zwischen diesen beiden Blutdeckeln geschrieben hat, dem gehört das. Oder wer diese Platte produziert hat, dem gehört das. Und das ging einher mit einer Kulturexplosion. Bitte? Und das ging einher mit einer Kulturexplosion. Welche? Na, das, was Sie gerade beschreiben, der Vorgang. Ja, aber das hat auf jeden Fall lange Zeit ja funktioniert, weil man sagen konnte, wenn ich eine Urheber vergüte, vergüte ich das Material, auf dem sein Werk. Ja. Das ist aber ein System, was jetzt ad absurdum geführt ist, weil das geht nicht mehr. Ja, also man kann Kultur oder das Kulturwerk eigentlich nicht mehr auf ein materielles Produkt produzieren. Und ich glaube auch, dass wir da vor allem sehen, dass auch diese ganze Schriftkultur durch das Internet diese vielen möglichen Aspekte bekommt, dass sich das sowieso sehr viel verändert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Wikipedia sehen und so, ja, das sind ja ganz neue Modelle, die eigentlich durch dieses Produktorientierte gar nicht abgedeckt werden. Und ich glaube schon, dass das eigentlich Urbedürfnisse der Kultur selbst sind. Und was ich jetzt wichtig fände, wäre, wie schaffen wir es, ein Vergütungssystem zu entwickeln, das dieses Prozesshafte und das Zirkulieren wollen von Kulturwerken abbildet, ohne rein privatwirtschaftlichen Interessen in die Hände zu spielen. Das würde zum Beispiel bedeuten, in Verwertungsgesellschaften mehr Platz einzuräumen gegenüber der reinen. Ja, oder wie Jörg sagte, das mit dem virtuellen Rundfunk, wieso nicht öffentliche, allmendeartige Strukturen schaffen, die vielleicht, was weiß ich, wie so eine Art Inkubator-Gehege, wo man dann diese Werke, die noch nicht abgelaufen sind, wo man die reinlegen kann und zur Verfügung stellen. Ich gerne, dass man nie zweckfrei ist. Ja, Kissen, ganz gefährliche Kiste. Wir sind ein Bereich, der ohne Subventionen auskommt, üblicherweise bis auf die reduzierte Mehrwertsteuer. Und das heißt, wir sind dadurch auch freier als andere. Und das ist auch, glaube ich, der Fokus bei der geschichtlichen Auflistung. Vorher hat man das für Fürsten und Ähnliche gemacht und ist von denen abhängig gewesen. Und erst als es zum individuellen, auch zur individuellen Zuordnung kam, konnte man auch individuell darüber verfügen. Das hat eine Freiheit der Kunst auch nicht. Das muss man auch sehen. Ja, man muss vielleicht die verschiedenen Abhängigkeiten verteilen, dass man privatwirtschaftliche Abhängigkeiten hat und vielleicht, also natürlich wird man es nie in einem wirklichen interessensfreien Allmenderaum, wird man so nicht schaffen können. Aber ich glaube schon, dass das wichtig wäre, um einerseits Kulturgut zur Verfügung zu stellen und trotzdem nicht damit Leute reich machen. Als Ergänzungsmodell kann das gut sein, nicht als Einzelnes. Nee, als Linie, schon als Einzelnes. Ich finde, Julia einen unglaublich zentralen Punkt auf der Gründungsgeschichte der Piratenpartei angeführt. Und zwar geht es um eine Güterabwägung. Haben wir auf der einen Seite tatsächlich Strukturen oder die Funktionsweise einer Netzkultur, die immer mehr die Alltagskultur von vielen Leuten wird. Und wir haben auf der anderen Seite die Interessen, zum Beispiel jetzt, also hier angeführt, der Fotografen, der aller möglichen Urhebertypen, ganz unterschiedliche Interessen, die damit erstmal kollidieren. Das ist wirklich so. Und ich glaube auch nicht, dass sich das... Und das lässt sich nicht auflösen. Das wird so bleiben. Das ist dem Internet tatsächlich inhärent. Wir werden da auch hier keine Lösung finden, die da sagt, ja super, wir lassen das Internet so, wie es ist und wir haben hier die Urheber, die sind auch glücklich damit. Und das ist das Schwierige, weswegen wir so aneinander vorbeigehen. Diese Güterabwägung ist nämlich das, was uns so schwerfällt auszuhandeln, weil es zum ersten Mal... Ich würde jetzt fast sagen, vielleicht keinen Kompromiss gibt. Doch, genau das ist es. Und das vermisse ich hier in der gesamten Gesprächsrunde. Die Suche nach dem Kompromiss. Bleibt immer beim File-Sharing und sagen, die Nummer alleine, wenn eine Piratenpartei dafür einstehen würde und sagen, lass uns doch mal zumindest appellieren, nur das zu scheren, was von den Urhebern zum Scheren freigegeben wurde.
Pass auf, die Kriminalisierung redet man dann später, oder dann wird der Familie schon mal einen Schritt wieder annehmen. Das geht ein bisschen stark. Aber doch, wir waren ja auch in der Kammer, oder der Thomas. Warum muss mein Gesamtungswerk geschehen werden? Warum kann ich nicht der Allgemeinheit wieder zum Schweren freigeben? Lass uns doch mal wirklich gucken, dass man einfach ein bisschen weiter vorne geht. Weil ich glaube, wir sind uns ja bei vielen Punkten absolut einig. Ich glaube, niemand hier am Tisch möchte, dass Kultur nicht zirkuliert. Das war ja eben sogar die Frage. Wir wollen, dass Kultur zirkuliert und dass sie ihren Empfänger erreicht. Das ist doch logisch. Ja? Da gibt es auch gar keinen. Und natürlich gehört Kultur und besonders die Kunst zur Menschwerdung dazu, weil das eben besprochen worden ist, alles überhaupt gar keine Frage. Wo ich das Problem wirklich habe, ist, dass ich glaube, dass eigentlich schon viel zu technokratisch an die Sachen erstaunlicherweise auch von der Piratenpartei, also dass von uns was sagen, also wenn man sehr oft sehr technokratisch herangeht, sind ja gerade schon ein bisschen älter, ja, kann man das ja noch irgendwo verstehen, erstaunlicherweise auch von der Piratenpartei. Es wird eigentlich irgendwie nicht versucht, mal diesen großen Wurf zu machen. Ich glaube, dass wir wirklich in den letzten Monaten viel weiter gekommen sind. Also noch vor 4-5 Monaten wäre ein solches Gespräch, zumindest mit einem Vertreter des Deutschen Kulturrates, schwierig gewesen. Sag ich mal, ist also finde ich ja schon mal soweit ganz positiv, dass man sich über diese Frage unterhält. Ich glaube, dass der Wind sich dreht und ich habe versucht, mir diese Positionierung von Ihnen, so genau wie es mir von außen möglich gewesen ist, auch anzuschauen und auch die Veränderungen anzuschauen. Und ich sehe diese Veränderungen auch und ich finde die auch positiv. Also dass heute auch die Piraten anders über Künstler reden, als sie noch vor einem halben Jahr über Künstler geredet haben. Das finde ich gut und finde ich richtig. Ich habe ein Problem damit, dass man jetzt sagt, die Künstler, das sind die Guten, da müssen wir mal Gedanken machen, ob die irgendwo auch etwas in den Rückgrat stecken können. Aber die Kulturwirtschaft, das sind die ganz Bösen, ja, die braucht man alle nicht. Darüber muss man sicherlich noch mal reden. Aber ich denke, da hat man zumindest schon mal angefangen, bestimmte Sachen gemeinsam zu besprechen. Ich finde, wir müssen erst einmal versuchen, gemeinsam eine Vision festzulegen. Also wo will man denn überhaupt gemeinsam hin? Zirkulation von Kultur, finde ich, ist zum Beispiel so eine Vision. Dafür ist es zum Beispiel auch notwendig, dass es die gibt. Gemeinsam ist immer gemeinsam. Ja, gemeinsam ist nicht einseitig. Gemeinsam ist nicht darauf beschrieben, dass alles, was geschaffen wird, automatisch dem Recht zum Feilschirm kommt. Aber ich bin ja Ihrer Meinung. Nur, wir sitzen doch jetzt hier an einem Tisch zusammen und ich würde ganz gerne, wenn ich aufstehe, das Gefühl haben, dass ich einen Schritt weitergekommen bin und nicht genauso wieder da bin. Das ist für mich der eine entscheidende Punkt. Wenn ich hier sitze, möchte ich gerne, dass man einen Schritt weitergekommen ist so, und ich möchte gerne, dass daraus dann möglicherweise sogar irgendetwas wird, wo man sich regelmäßig über bestimmte Positionen oder erst einmal Visionen streitet. Ich würde mich gerne über Visionen streiten, bevor ich über die rechte Durchsetzung dieser Visionen dann streiten würde. Weil das kriegt man nämlich immer hin. Und ich finde, die Juristen hier am Tisch mögen mich das verzeihen. Juristen müssen das dann praktisch umsetzen, was man in der Vision gerne erreichen möchte. Die haben eine dienende Funktion und nicht die Funktion zu sagen, wie es denn praktisch aussehen soll. Aber dafür sind wir, glaube ich, einen Schritt weitergekommen und ich sehe das nicht ganz so problematisch, wie das hier für einen beschrieben ist. Ich fand es bei dir eben einmal so, dass ich das ganz spannend finde. Warum haben wir keinen öffentlich-rechtlichen Internetteil zum Beispiel? Finde ich ein ganz spannendes Thema. Wir leisten uns, finde ich, richtig, und ich verteidige das mit allem, was ich besitze, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen und Rundfunk, weil es immer noch besser ist als alles, was wir an Alternativen haben. Warum lassen wir uns im Internet das gefallen, was wir von Google und von allen anderen, warum lassen wir uns quasi in diesem Bereich, warum kämpfen wir nicht bei solchen Sachen mal, auch versuchen, gemeinsam Visionen zu entwickeln, dann werden sich viele andere Sachen, glaube ich, nachher auch in der Diskussion lösen lassen. Der Thomas Elbe, du hast jetzt relativ häufig Einwürfe einfach so. Ich würde jetzt gerne ein bisschen verteilen bei den Leuten, die hier am Tisch auch mit einem klaren Auftrag gekommen sind. Entschuldigung, dass ich Sie mal ignoriere, Sie kamen jetzt noch als Gast dazu. Wir sind eh schon so eine Riesenrunde und da will ich versuchen, jedem irgendwie gerecht zu werden. Also wenn Sie schaffen,
den Einwurf kurz zu halten? Dann ich will nur einen halben Satz sagen. Ich bin ja von ganz außen gekommen und wusste weder genau, was hier stattfindet, noch was rauskommen würde. Mein Eindruck ist der, dass man deswegen auch nicht zueinander kommt, weil man überhaupt gar nicht die Tatsache thematisiert, dass in unserer Gesellschaft jede Art von Kultur Warencharakter hat. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues, was ich sage, das wissen wir alle. Nur dieser Tatbestand, über den Sie sich offenbar irgendwie hinwegsetzen wollen, ohne das Kind beim Namen zu nennen, wenn ich das richtig verstehe. Also ich persönlich und die andere Seite, die sagt hier, wir wollen doch alle Kultur, das ist die Kultur. Da frage ich mich bitte, wo? In einer Gesellschaft, in der wir von Medien umschwirrt sind, die alles andere verbreiten als Kultur, wo das Internet inzwischen aufgeteilt ist unter riesigen und so weiter. Ich meine, es braucht Ihnen nicht zu erzählen, das wissen Sie alles viel besser. Und ich glaube, dass ich sehe eine Grundproblematik darin, dass man hier über Dinge spricht, ohne sie wirklich zu benennen. Ich habe auch nicht verstanden, ob Sie diesen sozusagen, hier wurde die Rede, war die Rede von Allmende, also Gemeingut, wir können auch gerne über die Kulturindustrie. Jetzt kommt der Thomas, dann kommt der Daniel, der wollte genau darauf was sagen. Ich wollte eigentlich einen selben Kerb bauen. Es kam von dieses wunderschöne Wort mit der Güterabwägung. Und ich glaube, das ist das, woran der Tisch hier hakt, ganz grundsätzlich. Ne? Weil die Piraten haben für sich diese Güterabwägung getroffen und die Urheber haben für sich diese Güterabwägung getroffen. Sie geht leider in beiden Fällen völlig unterschiedlich aus. Und die Piraten sagen, Kultur, das Interesse der Allgemeinheit an freier Zirkulation der Kultur überwiegt in letzter Konsequenz das Interesse des Urhebers an völliger, totaler Ausbeutung seiner wahren Kultur. Die Urheber sagen auf der anderen Seite, mein Recht über das zu bestimmen, was mit meinem Werk passiert, überwiegt in letzter Konsequenz das Interesse der Allgemeinheit, an diesem konkreten Werk irgendwie oder dieses konkrete Werk nutzen zu dürfen. Und das ist der Graben, der uns hier trennt. Und nicht bei dieser reinen Abwägung von, wir sehen das Ganze rechtlich so, Urheber sehen es rechtlich so, ist es eben wichtig, dass man vielleicht auch mal, wie auch schon Herr Zimmermann sagte, da den rechtlichen Aspekt mal weglässt und einfach wirklich die verbindenden Elemente sieht, auch drüber nachdenkt, wie ist eigentlich die Gewichtung Monetarisierung und ästhetisches Prinzip bei Kultur? Wieso ist denn monetarisches Prinzip so weit vorne in der Wahrnehmung kultureller Funktion? Ich habe für eure Position viel Sympathie. Ne? Für mich ist das irgendwie so ein bisschen, und das klingt jetzt böse, ist aber nicht so gemeint, so ein bisschen wie so ein kultureller Kommunismus, ne? dass man halt sagt, ne? Kultur soll ja allen gehören. Ne? Wir lieber sagen dann, Mist, wir sind jetzt offensichtlich die Ersten, die an der Front sind, und der Eierhändler, also dessen Eier... Kapitalismus, dessen Eier schon gleich Kommunismus ist, dann wird es schwierig. Aber Daniel wird, glaube ich, darauf direkt antworten. Entschuldigung. Wir Urheber kommen uns jetzt an der Stelle auch so ein bisschen in einer blöden Situation vor, weil wir jetzt zufällig quasi dadurch, dass es das Internet gibt, diejenigen, die an aller vorderster Front sind. Während Mercedes halt in der glücklichen Position ist, dass man deren Autos nicht klonen kann. Noch nicht. Mercedes ist ein falsches Beispiel. Nehmen wir was Existenzielleres. Nahrung. Ne? Jeder Mensch sollte genug Nahrung auf dem Star Trek. Nahrung, das ist aber das nächste Beispiel. Das ist ja super. Das ist doch wieder genau das Ding. Da haben wir es doch wieder. Das sind Unternehmen, die wollen, dass wir das machen. Und da ist jetzt genau die Frage, sind wir jetzt als Urheber wirklich diejenigen, die man als Erste über die Schwelle stützen sollte, nur durch diesen blöden Zufall, dass man unsere Werke halt klonen kann, ne, dass man halt sagt, also was ihr da macht, ist so wichtig, das sollte von Anfang an allen gehören. Also, deine Botschaft kam an. Ja. Ich selber als Urheber, der seit 25 Jahren von Urheberei lebt, habe festgestellt, dass ich gerade durch das File-Sharing viel, viel besser verdienen kann. Daniel wollte ich dann kurz aufbringen. Ich habe zu eben eingesagt, dass das Internet wäre schon aufgeteilt unter irgendwelchen großen Playern oder sowas. Das ist doch eine ganz falsche Vorstellung von der ganzen Sache. Das Internet ist nicht aufgeteilt. Das Internet ist immer noch komplett frei. Jeder kann an jeder Ecke mitspielen, wie er will. Das ist einfach nur dessen, das ist nicht Google, das ist nicht Facebook oder sowas. Das hat keine Aufteilung stattgefunden. Ich habe mir den allgemeinen Markt gemeint, aber okay. Ja, das ist aber auch im Prinzip fürs Internet. Das
Das ist einfach nur zur Erklärung, weil das war das halt einfach nur vielleicht auch ein kleiner Vorstellungsansatz von dem ist, was das Internet irgendwie darstellen soll. Das ist halt kein wie ein fertiger, abgeschlossener Raum. Das ist. Ja, nochmal auf einen wichtigen Punkt, nämlich das Aufeinanderzugehen. Ja. Auf den wollte ich jetzt von Ihnen, weil es geht ja sicherlich immer wieder um das Falsche. Die Nummer ist doch, würden die Piraten dafür einstehen? Die Künstler, die Menschen, die Kunst teilen wollen, sich im Rahmen eines, sag ich mal, Ehrenprojekts. Ich rede jetzt mal, lassen wir mal die rechtlichen Aspekte von okay. Einfach, dass man mal für was einsteht. Also ich stehe jetzt für die Fotografen ein und ihr steht jetzt für die Piraten ein. Ich würde nach draußen gehen und würde meinen Kollegen sagen, wir haben auch als Urheber der Gesellschaft eine gewisse Verantwortung und sollten sehen, dass wir Teil unserer Kunst der Allgemeinheit einfach stellen im Rahmen des Common Commerce und man einfach auch die Existenz des File-Sharings nicht als Freibrief sieht, alles kopieren und vertreiben zu dürfen, wie man will, und dafür appellieren würde, dass man sich doch, dass man im Sharing weitestgehend sich auf die Kunst, die Künstler bereitstellen, die sie teilen wollen, ja, konzentrieren. Dass wir mal einfach aus der Beharren, wir momentan ist meine Wahrnehmung, die Piraten beharren darauf, dass alles geteilt, per File-Sharing geteilt werden darf. Also ich fliege jetzt nach Amerika, fotografiere Band X im Konzert, allen Fans kaufe legal meine Fotos und habe dann. Aber das hattest du vorher schon zweimal gebracht. Lass mal Daniel da. Das sind wir trotzdem wieder bei den Fakten, das geht. Ich würde gar nicht erwarten, dass wir irgendwie einen Teil freiwillig freigeben müssen. Das ist mal völlig optional. Aber es geht halt immer wieder um das Grundverständnis der falschen Sache. Und wer hier nicht davon überzeugt, wenn es nicht in der Masse der Leute ein Ehrverständnis davon geben würde, dass Sachen eben gekauft werden. Das kann ich nicht bestätigen, ehrlich. Wir können es halt aber nicht bestätigen, weil allein der Entwurf unserer Position selber, der wurde zum größten Teil von Urhebern ja selber entwickelt. Wir können jetzt auch dem Bruno vorwerfen, er ist halt blöd, weil er es irgendwie anscheinend nicht verstanden hat und sowas. Aber er fährt damit halt super. Oder selbst Enno als Verleger, der müsste ja total Schuge sein und keine Ahnung von seinem eigenen Geschäftsbereich haben. Aber diese Leute waren daran beteiligt, weil wir einfach der Überzeugung sind und es eben auch an unserer jungen Internetgeneration beobachten können. Wir sind zwar die Leute, die halt tauschen oder was auch immer, wir sind aber auch diejenigen, die kaufen. Das werden wir halt leiden, wenn euer Erfahrungsnis irgendwie dahin geht, dass es falsch ist, zu tauschen, ohne zu vergüten, dann kann es doch illegal bleiben, weil das Recht nimmt doch Moral ab in letzter Zeit. Ein Recht, das du nicht durchsetzen kann, macht keinen Sinn. Aber ich kann auch nicht durchsetzen, dass die Leute draußen über rote Ampeln fahren oder Fahrräder klauen. Das kannst du wunderbar durchsetzen. Wenn du irgendwann genügend Zugänge hast, 10-20% kann ich das durchsetzen. Nur durch Sanktionen. Das kann ich durchsetzen, indem ich überall Kameras aufstelle. Ich habe aber jetzt kommen wir ja wieder in den Bereich, wo es Sanktionen gibt. Ich wollte mich mal bei der Rundfunkabschaffung veranstalten. Wir müssen dann noch langsam los. Das Versöhnen da an der ganzen Sache, weil das sich immer im Kreis dreht, weil ich bin ja hier als nicht als Pirat, sondern als Urheber da. Wir stellen das, was unsere Autoren in unsere Kamera quatschen, einfach umsonst ins Netz. Die sollen sich das angucken, wer es toll findet, soll es kaufen. Die Frage jetzt, der Name steht jetzt leider nicht an unseren Fotografen, ist ja die, es ist doch nicht so, dass sie momentan ein Schweinegeld verdienen, die Piraten wollen jetzt das Internet aufmachen und danach laden sich alle das Zeug runter. Sie haben ja selber gesagt, dass 2100, weiß nicht wie viele Leute, ihr Bild geklaut haben und sie sitzen am falschen Tisch. Weil sie wollen nämlich herausfinden, wie sie die Kohle wieder kriegen können und wie sie das verhindern können. Die Frage ist, was die Alternative ist zu dem, was die jungen Leute hier machen. Was ist die Alternative? 2100 Leute laden sich einfach so runter. Das ist Nutzung kommerziell. Ja, sie wollen nicht, aber das sollte zu vorgehen. Das ist gegen diese kommerzielle Nutzung können sie vorgehen. Mit uns und ja, und mit unserer Form und Nachfrage. Ich sollte nicht kriminalisieren auf der anderen Seite. Doch, wenn sie kommerziell das Ding benutzen. Ist es kommerziell, wenn ich 3 Eintrittskarten kaufe, mein Kugel kann ich mich verkaufen? Ich würde jetzt mal bitten, dass wir der Reihe nach auch den Leuten die Chance geben. Ich spreche halt nur für die Jahre. Jetzt schon so eine ziemlich starke Stellung. Ich habe den Mund gehalten. Kai ist schon seit über einer Stunde dabei. Ja, mit seinen
Ich würde einen Satz, das können wir schon wieder runtergehen zu diesem. Ein letzter Satz muss ich zum falschen Kosten nur loswerden. Sie sagt, wenn es wenigstens irgendeinen Beleg dafür geben würde, von der bösen Content-Mafia, um einen plakativen Begriff einfach in den Raum zu werfen, dass das wirklich tatsächlich nachweisbar schädlich ist, können wir darüber sehr gerne diskutieren. Aber diesen Nachweis gibt es einfach nicht. Es gibt Verschiebungseffekte des Reins oder so. Es gibt aber, wir können mit ganz einfachen Zahlen arbeiten. Wir können einfach beobachten. Wenn es wirklich so wäre, dass man nur eine Sache kaufen muss, alles sich verbreiten würde und so, würden wir auf keinen Fall, wären wir doch alle Idioten aus meiner Generation, wir überhaupt noch für irgendwas bezahlen würden. Warum tun wir es? Warum? Das ist das, der einzige Punkt ist, dass halt in den letzten 10, 15 Jahren die Spieleindustrie dazugekommen ist. Die macht mittlerweile einen 7-8-fachen, 6-fachen Umsatz von dessen, was die Musikindustrie überhaupt macht. Gleichzeitig haben die Leute aber weniger Geld, was sie überhaupt ausgeben können, weil wir nicht mehr Reallöhne haben. Trotzdem wächst der Markt insgesamt. Also, und wir haben jetzt seit 10, 12 Jahren diese File-Sharing und Tauschbörse und sowas. Also wenn sich daraus irgendwas wirklich... Es gibt zwar Verschiebungseffekte, das mag sein, dass die Leute weniger CDs kaufen etc. Dann gleichzeitig werden im Grunde auch halt verpasst, Angebote zu schaffen. Aber ich kann darauf am besten keinen Fakt von ablesen, dass es irgendwie die ganze Kultur und alles zerstört werden würde, weil wir File-Sharing haben. Was ich ja echt enorm finde in dieser Diskussion ist, dass die ja auch auf wunderbare Weise offenbart. Bruno? Wie solche Diskussionen halt laufen, weil als wir vorhin angefangen haben zu reden, hast du Guido gesagt, naja Leute, aber die Tante Emma-Läden, die sterben ja auch ab und da kann man nichts dagegen tun. Und jeder Einzelne fängt natürlich dann an, seine Situation zum Paradebeispiel zu erklären, sobald er selber betroffen ist. Man könnte ja auch sagen, da musst du halt anders fotografieren, da musst du ja das Geschäft von dir suchen und so weiter. Du hast ja vorhin lauthals gesagt, die Autoren sind ja alle selber schuld, die müssen sich dann einfach professionalisieren, die nur das Geschäftsmodell suchen. Und wir merken halt, es ist ja auch so bei allen Urheberern, dass sobald man selber betroffen ist, dass alles natürlich total emotionalisiert wird und hochgejatzt wird. Und ich merke auch bei den Piraten, dass es natürlich helfen würde, wenn ihr anfangen würdet, erstmal nicht davon zu sprechen, was alles erlaubt sein muss und was alles passieren darf. Und ihr euch erstmal beschränken würde, was ihr in vielen Beiträgen, darauf, was halt einfach gerade passiert. Und das ist ja auch das, was Julia gesagt hat und was du gesagt hast, das passiert halt einfach. Deine Bilder werden ja einfach rumgeschickt. Und wenn es dann darum geht, Lösungsansätze zu finden, bringt es uns ja nicht weiter, wenn wir andauernd darüber streiten, was die Piraten erlauben wollen und was du fragst. Und ich glaube zum Beispiel, das hast du vorhin uns aufgeworfen, dass die Verwertungsgesellschaften in den kommenden Jahren eine ganz neue Bedeutung bekommen werden. Und was wir zum Beispiel neulich vorgeschlagen haben, ist, dass es eine Art Pilotprojekt geben soll, wo wir mal ausprobieren, was passiert, wenn Verwertungsgesellschaften mit mehr Geld ausstatten, dann natürlich weg, ist dann Geld, wo auf einmal wieder ganz viel Interesse reinkommen. Und wir haben es in der Vergangenheit erlebt, dass bei vielen Verhandlungen, wo es um die VW Nord ging, natürlich dann Verlegerinteressen genauso stark berücksichtigt wurden wie Autoreninteressen und so weiter. Wir müssen also halt erstmal einen Versuchsraum schaffen, in dem klar geregelt ist, wie ein Verwertungsgesellschaft so aufgebaut werden kann, dass man in einem Pilotprojekt mal ausprobieren kann, was passiert, wenn man zum Beispiel Provider-Abgaben verlangt und die über Verwertungsgesellschaften an die Autoren und Fotografen verteilt. Und sowas wäre halt ein Lösungsansatz, der nach vorne geht, weil du wirst das, was du beklagst, nie verhindern können. Man kann natürlich eine Atmosphäre schaffen, wo man dem 14-jährigen Löser klar macht, was du da tust, ist verboten, wenn du von Guido mit Web klaust. Und da hat auch die Piratenpartei, gerade die Piratenpartei, auch einen Auftrag, weil ihr werdet eher gehört als die CDU oder die SPD oder die Grünen, weil man euch eher glaubt. Ich habe auch schon Diskussionen erlebt, da hat mir jemand vom Chaos Computer Club auf meine Frage, wie soll denn dann nach deiner Meinung ein Autor leben, gesagt, naja, wir haben es also in Zeiten von
Kriegen und in Zeiten von Bedrohung durch Atomstrom ist es mir egal, wovon Autoren leben, sollen sie im Taxi fahren. Und da hat natürlich, und das war vor aber 2 Jahren, alles schon lange her, und da hat natürlich hier einen pädagogischen Auftrag, wenn man so will, den 14-Jährigen zu erklären, dass das, was sie mit Guidos Bildern tun, verboten ist. Genau, das, darauf will ich schon. Ja, da machst du auch einen guten Punkt. Da machst du auch einen guten Punkt. Und ich glaube auch tatsächlich, es würde der Piratenpartei gut zu Gesicht stehen, erstmal aufzuhören, davon zu reden, was alles erlaubt sein muss, und erstmal zu beschreiben, was passiert, und eine Bewusstseinsveränderung einzuleiten. Damit erlöst du dich auch. So, jetzt kam noch einer dazu, der schon ganz lange gebeten hat. Als Urheberrechtsverletzer. Dazu zusammen, danach kommt gleich Julia, Anke und Mareike. Eigentlich geht es in die Richtung von Kai, aber vorhin stand die Frage im Raum, was könnte die gemeinsame Vision sein? Weil ich bin da manchmal so ein bisschen pragmatisch und suche da so Lösungsansätze. Und so eine gemeinsame Vision hört sich immer hochtrabend an, aber ich würde es mal so als Transformationsprozess in Bezug auf eine Wertschätzungskultur, den wir anstoßen müssen. Ich sehe berechtigt im Interesse, Leute haben Angst, dass sie nichts zu essen haben. Oder was auch immer sich können. Und ich sehe auf der anderen Seite, wir sagen, es ist technisch erstmal nicht möglich, den Kram zu unterbinden, weil es passiert eh. Ob wir jetzt sagen, es passiert oder es passiert nicht. Und da sehe ich eben, es ist unsere Aufgabe als Partei zu sagen, oder vielmehr diesen Transformationsprozess anzustoßen für Wertschätzung von Kultur. Und unsere Aufgabe ist auch, Service Provider zu sein, Lösungsansätze zu bieten. Also zum Beispiel, ich will mir meinen Kram vielleicht irgendwo in Torrent laden und ich fände super, wenn ich in dem MP3-Check es dann direkt flattern kann. Ich möchte die Sachen, wenn ich sie konsumiere, möchte ich dem Künstler direkt was geben. Das ist mein Naturell. Also ich raubkopiere viel, aber ich möchte auch immer einen Rückkanal haben, wo ich dem Künstler direkt auch Geld geben kann. Weil es gibt mir ein gutes Gefühl und es hilft dem Künstler. So ein bisschen was in den Hut. Ja, aber es ist eben nicht in so einen Allgemeintopf, sondern ich möchte zielgerichtet dem Künstler was zukommen lassen, weil ich schätze, was er macht. Ich möchte, dass er das nochmal macht, auf was Ähnliches, in einer anderen Richtung. Das heißt, wir müssen, wenn wir so von der Vision sprechen, als Piraten vielleicht übernehmen, was können da einzelne Puzzleteile, Lego-Steine sein, die wir generieren müssen, damit in diese Richtung sich entwickelt. Dass wir zum Beispiel fordern, dass Rückkanäle irgendwie mit drin sind. Also dass wir irgendwie Bereitstellung von solchen Diensten haben. Jetzt könnte man mal bösartig sagen, Flatter ist eine tolle Sache, profitieren aber nicht so viele von, weil das macht ja nicht jeder. Es ist eine Almosenkultur vor allem, das ist das, was stört. Da sind wir wieder bei mittelalterlichen Spielmännern. Ja, aber das ist halt immer freiwillig. Und an der Stelle ist es eben so, es hat nicht jeder diese Wertschätzung, diesen Gedanken. Das heißt, nicht jeder flattert. Und eine Überlegung ist zu sagen, okay, wollen wir nicht einfach, dass jeder so eine Art Grundbudget hat, was er flattert? Also warum können wir irgendwie ein GGE verteilen und es auch eine GGE haben? Warum sind nicht dann irgendwie bei jedem 5 Euro Kultur, die er irgendwie verteilen kann für das, was er konsumiert? Was er gerade anspricht, ist natürlich auch das Thema, was ganz häufig diskutiert wird, um gewisse Effekte auszugleichen, eine Kultur-Flatrate oder eine Kulturwertmarkt. Das ist ein Bereich, worüber man natürlich gerne auch diskutieren kann. Julia kommt, dann kommt die Anke und dann kommt die Mareike. Also zum einen finde ich es etwas müßig, was in dieser Debatte immer wieder auftaucht, warum ich diese Debatte sehr anstrengend finde, ist nämlich exakt genau die Frage nach dem System selber. Also, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Und das ist ein so großes Thema und das ist so verwoben, dass es eigentlich gar nicht richtig funktionieren kann. Also ist ein Kultur, ist, ja, exakt, und wir verlieren uns da so ein bisschen. Also ist es Kultur eine Ware, ja oder nein? Ich habe mich mal öffentlich geäußert und habe gesagt, ich finde es schade, wenn Künstler rein auf eine kapitalistische Logik hinweisen und nicht mehr die Kunst selber als wichtiger Teil der Gesellschaft empfinden, was nämlich der Wertschutz ist, wenn der schadet. Ja? Also wenn ich als Künstler selber sage, ich würde eigentlich Geld verdienen, ist das wiederum im vorletzten Spiegel in Jan Delay, aber gut. Und da wurde ich als Künstler ja. Also das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, nein, eben nicht. Es ist nämlich, die Frage ist nämlich auch, was Kunst... Also Freunde, wir reden hier ganz konkret über das Urheberrecht. Wenn dann Künstler sagen, sie wollen mit dem Urheberrecht, weil das die Grundlage dessen ist, auch Geld verdienen, dann könnt ihr das nicht reduzieren und sagen, Künstler erstmal wollen nur noch Geld. Erstmal kreisende Künstler, der nur Geld verdienen. Erstmal habe ich das gemacht. Nein, nein. Erstmal habe ich das gemacht und zweitens habe ich kann Ihnen, wir können das gerne raussuchen, das Interview, Sie das gerne noch geben und konkret sagen, was mich daran gestört hat. Der Punkt ist,
Das ist grundsätzlich die Waage. Geld verdienen, Verteilung, das ist grundsätzlich bei mir. In Bezug, ich wollte noch was zur Wertschätzung sagen. Das Problem ist, dass wir momentan haben, warum Google, und das finde ich eigentlich schade, dass wir über Google und Facebook an einer Stelle so wenig geredet haben, weil das, was mit Google passiert ist, ist tatsächlich ein großes Problem. Wenn die Bayerische Staatsbibliothek, die ja dann mal ein gutes Beispiel ist, nicht das, was sie hat, digitalisiert und es dann Google übernehmen lässt, dann ist das eine Privatisierung von einem Gemeingut und das ist ein Problem. So, das ist ein großes Problem und da würde ich mir wünschen, als jetzt auch in dieser Runde, dass wir in irgendeiner Weise Datenschutzrechte haben und sagen, so geht es nicht. Wir brauchen einen öffentlichen Raum. Wir brauchen einen öffentlichen Raum, wo Kultur gefördert wird, auch im digitalen Bereich. Und Google ist da ein Problem. Also jetzt exemplarisch, da haben wir ein Feindbild. Und das ist das Wertschätzungsding. Also da ein Schulterschluss mit den bösen Franzosen. Also, aber da kommt dann auch wieder, dann kommt wieder in den Kapitalismusbereich, wie darf man große Konzerne, wie weit darf man die regulieren und so weiter. Aber das würde ich mir grundsätzlich wünschen, dass wir sehen, dass wir hier Probleme haben zwischen öffentlichem Gut und privatem Gut und dass wir massenhaft Allgemeingut privatisieren, weil uns das als Gesellschaft offensichtlich nicht genug wert ist. Und abschließend, um nochmal auf diesen Ehrenkodex zu kommen, ich finde das grundsätzlich eigentlich eine sehr gute Idee, zu sagen, wir wollen Regeln. Wir haben das auch im Bereich Datenschutz, wo das ja auch ein großes Thema ist, wo wir im Endeffekt auf das, Datenhöflichkeit, und das ist genau das, was eigentlich auch bei der Urheberrechtsdebatte passieren muss. Wir müssen gucken, wie kann eine respektvolle Ebene aussehen und wie können wir die propagieren. Und ich glaube nicht, dass die Piratenpartei sich da verschließt. Es ist aber auch uns an der Stelle, oder das ist jetzt das erste Mal, ich bin ja jetzt bin ich auch Vorstand gerade in der Rolle, auf uns ist in der Form noch niemand zugekommen, zu sagen, hey, können wir nicht öffentlichkeitswirksam eben auch eine Art Wertschätzung oder Umgangskodex schaffen, dass eben, selbst wenn junge Leute da mal abweichen, trotzdem die Grundhaltung ist, dass wir Kultur schätzen, dass wir Kunst schätzen und dass die Leute auch vermittelt werden. Es gab die Debatte, ob auch nicht legale Kopien im Internet zu Umsatzsteigerung führen, durch welche Marketing, Wahrnehmung, so sonstigen Effekte auch immer. Du hast ja angedeutet, da gibt es Zahlen dazu, ich will einfach mal ein paar nennen. Ich habe jetzt keine Druckwerke, da wird auch weniger raubkopiert, am meisten raubkopiert im Bereich Film und Musik. Und bei der GEMA, die bei uns ja Filme vermarktet, hat sich der Online-Umsatz in 24 Monaten verdoppelt. Der Gesamtertrag, also das, was GEMA verteilt, nicht nur Online-Einnahmen, ist seit 2008 um 20 Millionen gewachsen und war nur einmal in der Geschichte der GEMA überhaupt so hoch oder höher wie im vergangenen Jahr, nämlich 2006. Es ist also die ganze Zeit, obwohl alle reden von nur Raubkopie macht Geschäft kaputt, gestiegen. Der Kuchen ist größer geworden, um 20 Millionen auf inzwischen 860 Millionen jedes Jahr. Ja, aber die Frage bei solchen Statistiken ist doch immer, was hat das eigentlich an? Zu Ende reden lassen. Das heißt, obwohl jedes Lied, es gibt wirklich kein Lied, das ich nicht raubkopieren kann, trotzdem steigt der Umsatz. Ist für mich ein hinreichender Beweis dafür, dass Raubkopien Musikindustrie nicht kaputt machen. Das ist aber deine Interpretation. Ausreden lassen. Zweiter Punkt, The Pirate Bay ist der größte, glaube ich, File-Sharer, den es so gibt. Es gibt tausende von Künstlern, die betteln bei The Pirate Bay auf Promo Bay, das ist, da werden Künstler vorgestellt, gefeatured werden zu dürfen, obwohl die Werke, die sie da featuren lassen, per Raubkopie kostenlos zur Verfügung stehen. Die wollen das, mehrere tausend, weil sie sagen, das ist für sie ein Umsatztreiber. Sie machen aber echtes Geld damit, dass sie kostenlos... Ja, aber freiwillig. Aber ich will ja damit nur sagen, diese Präsenz bei Feilschirern führt zu echtem, realem Geldumsatz bei Kunstnern. Hören Sie auch zu? Können Sie statt zu sprechen auch einfach nur mal zustimmen? Drittes Beispiel aus der irdischen Welt in Berlin, die Taz. Die Taz ist seit 10 Jahren nicht mehr mit Rettungskampagnen jährlich unterwegs und hat ein multiples Modell aus vielen Puzzleteilen, wie sie Geld kriegt für ihr Zeugs. Man darf sich den Abo-Preis selber aussuchen, keiner prüft. Ich kann den leider Billigpreis bezahlen, den normalen Preis, oder wenn ich meine, ich habe genug, zahle ich mehr, als ich muss.
Und die Verteilung der frei gewählten Preise ist ungefähr Drittel, Drittel, Drittel. Die Menschen sind nicht so doof, dass sie sagen, wenn ich weniger bezahlen darf, macht das immer. Das sind aber immerhin ganz viele. Es gibt diese Bundle-Preise, es gibt Le Monde Diplomatique, es gibt, weiß ich, Genossenschaft, es gibt sogar einen Verein zur Förderung der Auslandsjournalisten. Also das, glaube ich, sind Zukunftsmodelle, wo man sich überlegen muss, wie setzt man Puzzleteile der Einnahmeströme neu und anders zusammen und nicht mehr nur aus einem Kanal. Zum ersten Mal seit früher ist die Taz wirklich raus aus dem Schneider, weil sie da besonders kreativ sind. Und dafür würde ich gerne Land sprechen und nicht auf die Folgen und die Autoren an ihnen sehen. Ich glaube, ich finde es noch. Also, wir haben als Piraten, wie ich es sehe, ein ganzes Stück Kapitalismuskritik mitschwingen. Das bedeutet aber nicht, dass uns nicht klar ist, dass man braucht, um was zu fressen zu haben. Also, so wirklich, wir brauchen, jeder Mensch braucht Geld, um sich Essen zu kaufen. Das ist schon mal gut. Das bedeutet auch Urheber brauchen wir. Also, ja. Worum geht denn hier? Das bedeutet, ich kann verstehen, wenn Bilder davon gemalt werden, wie Werke, die jemand selbst erschaffen hat, überall in der Weltgeschichte rumgeistern und für kein einziges kriegt er mehr Geld und wie soll er dann leben und wie soll er seine Wohnung bezahlen und seinen Kindern was mit sich tun, dass das Angst macht. Und das ist eine Existenzangst und eine Existenzangst ist eine ziemlich fiese Angst. Uns ist bewusst, dass jeder Mensch Geld braucht und dass wir den Urheber kein Geld wegnehmen wollen durch irgendwelche Veränderungen. Im Gegenteil, wir möchten sie unterstützen, weil das ist richtig. Genau, da kommt es auf die Möglichkeit an. Also wie können wir Urheber unterstützen? Was, glaube ich, ganz schwierig ist und weiter in diesem emotionalen Ding, Gio, für dich, wie man sowas im Internet umsetzen kann. Da ist wirklich das Problem, also man hat halt einfach Daten, die können geklont werden, massenweise, unendlich viel. Und da die Kontrolle, wie viel davon geklont wird, wohin es auf die Reise geht, die ist nicht möglich. Und das bedeutet für mich, also wirklich einfach dieses so wie vorhin das Beispiel mit eben über die rote Ampel ging, das ist so, als hätte die Ampel eine Selbstschussanlage für jeden, der drüber geht. Also, und das möchte ich im Internet nicht. Das Vorurteil. Ich meine, immer wieder dieselben Phrasen. Wir haben gar nichts gesagt die ganze Zeit. Also, dann sollte ich mal ein paar Minütchen haben. Ja. Herr Zimmermann? Ja. Entschuldigung. Ja, ich muss nur noch einen Schlusssatz. Also, mir ist ganz wichtig, dass wir, wenn ein Transfer von Werken vom Urheber zum Nutzer kommt, guck mal, das System, was regelt, wie etwas von A nach B kommt, besteuert, wie auch Geld und Wertschätzung zurückkommt. Das ist enorm wichtig. Und die Frage ist, wie ist es möglich? Und da ist die Angst bei uns, die Sanktionen, die, ich sag mal, unser freies Internet gefährden, weil dieses Internet, in dem leben wir, zumindest geht es mir so. Also das ist mein Lebensraum. Deswegen möchte ich nicht mit weltschließenden Robotern gespielt sehen. Wir wollen gut versorgte Kollege und ein Preis. Und das muss ich nicht widersprechen. Ganz, Mareike, dann lasst uns gegen die Sanktionen vorgehen. Das ist doch ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn wir sagen, wir lassen das File-Sharing illegal, aber wir gehen gemeinsam an gegen überzogene Sanktionen. Und das wäre noch toll. Wir lassen die moralische Wertung stehen, dass File-Sharing scheiße ist, weil es keine Wertschätzung ist. Und auch das freiwillige Hinterherzahlen, das mag in manchen Fällen funktionieren, manchmal auch nicht. Lassen wir diese moralische Wertung stehen und sagen aber, und deswegen soll auch bitte kein 14-Jähriger gekreuzt werden, das kann nicht sein. Das will keiner hier am Tisch. Wenn wir uns darauf einigen können, das wäre super. Okay. Ja. Jetzt ist der Zimmermann dran, dann ist
noch kurz die Sabria dran und dann würde ich gerne den Daniel noch einen Abschlusssatz sagen lassen, weil wir sind eigentlich jetzt auch dann schon am Ende. Ich versuche zumindest für mein Resümee so etwas wie eigentlich ein versöhnliches Statement für mich zumindest zu machen. Weil ich glaube, bei vielen, was wir besprochen haben, können wir ja ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und zum Beispiel rechte Durchsetzung, Frau Dutschert-Berg, ist nicht möglich. Ich sage, sie ist möglich, jede Zeit, aber ich will sie nicht. Weil nämlich diese Form rechte Durchsetzung auf Teufel komm heraus, auch im Internet zu organisieren, würde eine diktatorische Gesellschaft schaffen. Und die will ich nicht haben. Möglich ist das schon, nicht wahr? Aber die Frage ist, wollen wir das? Und wenn man sich zum Beispiel so eine Organisation wie den Kulturrat anschaut, dann sage ich immer, schaut man sich doch mal bitte an, wie vielfältig die Diskussionen sind. Wir werden zwar immer geschützt, wenn wir uns für irgendetwas einsetzen, aber zum Beispiel, weil ich das hier sehe, es gibt keine Stellungnahme des Kulturrates für ACTA. Das ist ein erstaunlicher Punkt, nicht wahr? Warum gibt es eigentlich keine Stellungnahme des Kulturrates für ACTA? Wäre ja meine Frage. Es gibt doch keine dagegen. Nein, es gibt keine Stellungnahme dazu. Genau. Und dieses ist auch eine Stellungnahme. Das ist auch eine Stellungnahme. Und ich finde, wir müssen, wenn wir miteinander umgehen, ein bisschen genauer hinschauen, nicht wahr? Also was ist und was ist nicht, dann glaube ich, dann kommt man nämlich eine ganze Ecke weiter. Wir sind, was zum Beispiel den öffentlichen Raum angeht, ist das zum Beispiel Bayerische Staatsbibliothek und Zusammenarbeit mit Kuppel, was die Digitalisierung angeht, gekommen. Ja, ich stimme absolut zu. Das ist eine Notsituation für diese Bibliotheken gewesen. Die sagen uns, sie mussten dieses Geschäft eingehen, weil sie das sonst nicht machen konnten, weil die öffentlichen Hände ihnen das Geld für die Digitalisierung nicht zur Verfügung stellen. Also wir haben schon einen Punkt, wo wir uns vollkommen einig sind, wo wir gemeinsam politisch auftreten können und könnten sagen, das wollen wir nicht, bedeutet umgedreht. Die öffentlichen Hände müssen für die Digitalisierung dann auch mehr Mittel zur Verfügung stellen, weil sonst produzieren sie ja, wie auch immer. Also da müssen das eine bedingt, also immer das andere, ich finde das wichtig. Ich würde mich freuen, wir würden vielleicht beim nächsten Treffen, was ich hoffe, dass es das geben könnte, einfach so ein paar Begriffe ausschließen und sagen, da unterhalten wir uns heute nicht drüber, zum Beispiel File-Sharing. Ja? Das wäre so ein Begriff. Weil ich glaube, man kommt da jetzt in dieser Diskussionsebene, die wir im Moment haben, bei diesem Punkt noch nicht zu einer Lösung. Vielleicht kommt man da bald zu einer Lösung, aber einfach jetzt noch nicht. Und was haben wir davon, wenn wir uns das permanent um die Ohren hauen, wenn wir doch sowieso wissen, dass wir uns in diesem Punkt überhaupt nicht einigen können. Deswegen glaube ich, dass das besser ist. Was mir wirklich nochmal wichtig ist, weil das eben gesagt wird, ich finde, Künstler sollten nie betteln, weil es also eben gesagt wird, also egal wo sie auch immer betteln, ob Bay oder irgendwo, Künstler sollen nie betteln. Das finde ich, muss doch ein gemeinsames Ziel sein, was wir gemeinsam haben können, sagen, egal was wir immer machen, Künstler sollen nicht betteln. Das ist doch, das finde ich noch ein Punkt, den man machen könnte. Und dann bin ich ganz der Meinung, und weil wir das auch selbstverständlich nicht nur auf Künstler und selbstverständlich auch nicht nur auf den Kulturbereich beziehen, finde ich, heißt das auch, kein Mensch soll betteln, bin ich sofort dabei, und deswegen finde ich, dass Ihre Kapitalismuskritik viel zu sanft ist. Sie müssen Ich das war so ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir sind ja jetzt am Ende der ganzen, also ich fand es hervorragend, was der Kulturrat gesagt hat. Ich glaube, wir werden alle Fälle der Ansatzpunkt ist, glaube ich, ein sehr wichtiger zu sagen, lasst uns doch auch mal gucken, und das unterscheidet uns als Piraten von vielen anderen Parteien, wir haben einen großen Entwurf zur Urheberrechtsreform, andere Parteien haben da nicht gar nichts, und lasst uns doch mal über die Punkte diskutieren, wo man vielleicht sich annähern kann, wie es der Herr Zimmermann gesagt hat, wenn es um solche Aspekte nämlich geht, Künstler und Urheber sollen nicht betteln, dann meinen wir damit nämlich auch, Künstler und Urheber sollen nicht bei den existierenden physikalischen Verwerterstrukturen betteln. Es geht nicht nur ums Internet. Um jetzt den Abschluss zu finden, vielleicht wollen wir Daniel noch mal ein Wort geben, der ja diese Urheberrechtsreform entwickelt hat und natürlich da vielleicht auch den Konsens mitbringen. Ja, das ist vieles, wurde jetzt für mich vorweggenommen, was die ganze Sache nicht ganz einfach macht unbedingt.
Aber ich würde mir jedenfalls auch wünschen, weil wir haben halt wirklich ein sehr, sehr, sehr detailliertes, umfangreiches Programm entworfen. Und es ist ja nicht in Aussicht, dass die Piraten in den nächsten ein, zwei Jahren an die Macht kommen und deswegen halt alles durchdrücken können. Und insofern wäre es halt schön, wenn man sich erstmal über Zukunft vielleicht wirklich mal auf die anderen Punkte wirklich konzentrieren könnte, darüber reden könnte, wo eben halt in den bestehenden Strukturen, meinetwegen auch halt Autoren, Journalisten etc. schon von Anfang an steckt, erst verhütet werden. Wie man in den bestehenden Systemen da vielleicht schon beste Verhütungsmodelle aufbauen könnte und dergleichen. Statt dass man halt immer zum einen kritischen Punkt immer landet, den ich auch nachvollziehen kann. Ich mache auch keinen Vorwurf daraus, wenn er vielleicht auch einfach nicht, also ohne etwas zu Lust unterstellt, sondern wenn er es vielleicht nicht nachvollziehen kann oder so. Mache ich keinen Vorwurf draus. Veränderung ist immer für jeden schwierig, das ist auch ganz natürlich und so. Aber ich, auf das Thema selber wollte ich jetzt auch gar nicht mehr eingehen, nur ich hoffe, also wir haben viele, viele Punkte, die, wo wir sicherlich auch sehr, sehr, sehr zusammenkommen können, weil wir gerade auch einige Punkte drin haben, wo es bei der direkten Rechteabgabe darum geht, die Urheber selber zu stärken, denen mehr Kontrolle über eigenes Werk zu geben, etc. Und es wäre sehr schön, wenn wir dann den Fokus auf die nächsten Grundlagen noch legen könnten und erstmal vielleicht so im großen Gesamtpaket bis auf den einzelnen Punkte da erstmal doch vielleicht feststellen könnten, so hey, vieles passt schon mal. Das wäre schon mal sehr schön. Danke, ja, danke. Und dann als letztes, was morgen kommt, das betrifft nämlich auch viele der Punkte, die heute besprochen wurden, wenn es darum geht, Bibliotheken Wissen frei verfügbar zu machen. Morgen ist auf dem Tisch Bildung, Forschung, Schule, da geht es um digitale Lehrmittelfreiheit, genauso um Open Access und all diese brennenden Fragen, die in Bildungs-, Forschungs- und Schulbereich betreffen. Ich danke allen herzlich, dass Sie gekommen sind. Es wurden natürlich nicht alle Fragen geklärt, aber ich glaube, es war das, was ein Dialog sein soll. Alle Gruppen kamen zusammen an diesem Tisch. Es gibt viele offene Fragen und es wird hoffentlich bald noch ein weiteres Tisch geben. Dankeschön. Ja, ich habe meine Veranstaltung. 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 Ich habe meine Veranstaltung.